Haben sie genauso. Wir machen heute nur eine Stunde, ne? Voller Invalidenzentrum. Richtig. Wieder krank, die Monkey. Bitte warte. Handlos Kung Fu Dame. Kranky Monkey. Er darf nicht viel lachen, weil der Drip. Er wird auch Rippchen genannt. Liebt McRib und trägt ein Rip-Shirt. Ja, weißt du, was auf meinem Kraft steht? Aber mit zwei P's. Rip in Peace. Deswegen, Herr Mr. X, bringen Sie diesen jungen Mann bitte nicht zum Lachen. Ich versuch. Doch, der war da. Ne? War das an dem Tag? Alle drei sind ja alles voll gepisst rein. Pissbär. Volker Pissbär. Einer der größten griechischen Mafiosis. Wie groß war der? 2 Meter? Wurde für unschuldig freigesprochen. Dann sagt er ganz Schluss. Ja, ich hab die erschossen. Und dann sagt der Interviewer, sagt, was? Was? Der wurde für unschuldig freigesprochen. Der wurde für unschuldig freigesprochen. Ja, der wurde für unschuldig freigesprochen. Da hat man bei mir gehört. Ich hab seine Augen gesehen. Seine Augen sind so. Was ist das? UFC, you fucking cunt? Ja, okay, fang mal an. Und willkommen. And you never walk alone. Genau wie unser Bär, der ist wieder zurück. Der geht auch nicht mehr alleine, weil... Willkommen. Ist zurück. Guten Abend. Und da hat Jürgen Klopp mitgenommen. Ich weiß, die Nachricht ist nicht mehr die neueste, aber wir müssen noch diese Nachricht mal aufarbeiten. Wir müssen darüber reden, dass Herr Kloppo jetzt aufgehört hat. Diese Saison will er aufhören bei Liverpool. Aber erstmal herzlich willkommen zu Grown Man Sport, bevor wir das hier vergessen. Ja. Wir sind wieder vollzählig. Aber was ich gelesen habe, er hat schon gesagt, ich will nicht gehen, ich muss gehen. Ja. Was bedeutet das? Weil er sagt, er ist mental, ist er durch. Ja, es gibt ja eine neue Theorie jetzt. Anstrengend. Ne? Ich weiß sogar den nächsten Step. Ja, aber es gibt ja eine neue Theorie. Deswegen können wir nochmal drüber reden, weil ich das interessant fand, weil viele Leute ja spekulieren, weil er ja wirklich, ich weiß, dass du als Manager in England ja komplett für alles verantwortlich bist. Du musst Spieler kaufen, ne? Du musst alles organisieren, das ist ja nicht so, als wenn du nur Trainer wärst und so. Aber es gibt wohl Gerüchte, dass die Inhaber wohl eine interne Dokumentation zulassen wollen. Das heißt, die wollen wieder mit Kamerateams komplett in die Toilette und mit aufs Spielfeld und sowas. Und Klopp hat von Anfang an gesagt, wenn das passiert, hört er auf. Das heißt, nächste Saison wird das wahrscheinlich durchgezogen werden, dass die ihre eigene Club-Dokumentation bekommen. Und der Mann ist wohl ein der Mann des Wortes. Und der geht dann. Aber ich glaube, der ist auch durch. Ich glaube, er will da nicht mehr machen oder er kann da nicht mehr machen. Ob er jetzt nochmal irgendwo Manager macht in England, ausgeschlossen, macht er nicht. Niemals wird er gegen Liverpool nochmal spielen oder so. Das hat Stoichkov damals auch gesagt. Letzte bei Barca aufgehört, also sagt, ich werde nicht in Spanien bei einer anderen Mannschaft spielen, egal wie viel die mir bieten, und ist dann gewechselt nach Italien. Weil er hat gesagt, er wird nie gegen Barca spielen. Das gleiche ist, Klopp will nicht gegen Liverpool spielen. Aber wenn er einen anderen Auftrag kriegt, würde er überlegen, ob er ja oder nein sagt. Also es ist nicht, dass er aufhören will mit dem Coachen, sondern jetzt die nächste Theorie, die ich habe, ist, Xavi hört auf bei Barca. Und er wird zu Barca gehen. Jogi Löw kommt, sag ich. Nein, ich glaube, der wird Hansi zu Barca Flick kommt. Ich glaube wirklich, der wird zu Barca gehen. Nein, ich glaube nicht. Doch, weil weißt du warum? Barca fehlt einer, der wirklich, der wieder mal so Temperament da reinbringt. Xavi hat es versucht, aber Xavi kommt nicht an die Leute ran. Die haben wieder kläglich verloren letztes Mal. Blamage. 5-3, hast du das Spiel gesehen? Hast du es gesehen? Alter, was für ein Spiel? 2-0, machen ein Comeback mit 3-2 und dann verlieren die 5-3. Wie geht das? Es ist nicht Frankfurt oder Mainz. Es ist Barcelona. Blamage. Ja, aber er hat gesagt, er will ein Jahr lang nichts machen. Er will erstmal ein bisschen durch die Welt schiffern. Ich glaube, Barcelona braucht jemanden direkt. Ja, Barcelona im Sommer brauchen die den. Und es ist ja super viel Bewegung drin, weil Bayern ist ja auch mit Tuchel nicht zufrieden und die würden jetzt gerne den Klopp holen. Klopp wird nicht nach Bayern gehen, niemals. Niemals. Ja, ich glaube erstmal, dass er ein Jahr lang wirklich diesen Sabbatical gemacht hat. Ich glaube nicht, dass er Ich glaube, als er gehört hat, dass sie diese Doku machen wollen und danach auch in die Kabinen und so dies und das, und er hat einfach einen kleinen. Und der will nicht, dass er gesehen wird. Oder die haben gesagt, wenn du musst in England als Trainer alles machen, sondern den Boden putzen und gesagt, fuck you. I'm going to fuck you. Aber wenn der Klopp sagt, der macht ein Jahr Pause, dann geht der nicht direkt zu einer Nein. Aber wenn Barca klopft, ja, aber wenn Barcelona klopft, dann wird er sich das überlegen. Ich sag's dir. Am meisten hier die Hosen flattern hat er direkt nach der Nachricht. Ja. Und Nagelsmann direkt natürlich. Ja. Direkt so nach dem Sommer. Und dann Kloppo holen und so. Weil das ist auf jeden Fall was, das wird er sich nicht entgehen lassen. Also ein deutscher Nationaltrainer wird er auf jeden Fall machen, sobald das Angebot kommt. Weil jede Mannschaft, die er verlassen hat, ich glaube auch nicht. Hat er als Legende verlassen. Nein, weißt du warum? Ich glaube nicht. Ich glaube, weil da fehlt ihm dieses wöchentliche.
Nee, aber er hat ja gesagt, er will das nicht mehr. Der will ja diesen. Er hat das mit seiner Frau besprochen, der ist ausgebrannt, der will sich zurückziehen, der will jetzt nicht das Wöchentliche machen. Ja, kleines Apartment. Und Bundestrainer ist das Beste, was du machen kannst. Die Frau hat gesagt, entweder du oder Fußball, mein Freund. Ich oder Fußball, mein Freund. Fußball. Aber er wollte schon gehen, glaube ich, als es nicht gut lief. Und dann hat sie ihn überredet, da erstmal wieder klar Schiff zu machen. Also ja, siehst du, schon der hätte vorher schon abgehauen. Ja, siehst du? Das war ja auf seine Frau. Hat keine Eier, der Typ. Ja. Jetzt hat er ein Apartment auf Mallorca gekauft, ein winziges. Mit seiner Frau. Ja, wie winzig? Vinzius, wie sein 300 Ding. Quadratmeter. Das ist ja nix, das ist ja ein Fliegenschiss. Ja, das ist nur der Pool. Wie heißt der Pool? Liver? Liver. Komm, bis nächstes wieder da, kommen wir in die Wortspiele. Kommen wir in die Wortspiele. Ja, wie gesagt, wir mussten drüber reden. Es war auf jeden Fall kurz nach Veröffentlichung des letzten Podcasts rausgekommen und ja, es hat sehr hohe Wellen geschlagen. Haben die alle geweint? Es gab ja diesen, was war das, ein Cup, ne? Danach war irgendwie so ein, das war nicht Liga, sondern irgendein, wie heißt das bei denen? Ah, die haben 1000 Cups. Ja. Wow, in Kapstadt. Und dann haben sie wohl You Never Walk Alone nur für Kloppo gesungen. Aber lass doch mal ganz aktuell, jetzt gerade reinkommen. Al Nassr gegen Inter Miami. Hammerspiel. Inter Miami, Ronaldo, glaube ich, der hatte angeblich verletzt. Ich glaube, der hatte Angst zu spielen, weil dann wieder mit Messi verglichen wird und so und dies und das. Hat gesagt, ja, ich bin verletzt, kann ich. Jetzt haben die aber gespielt und jetzt hat Al Nassr wie viel gewonnen? 5. 6-0 gegen Inter Miami, beste Name der Welt. Inter. Normal. Und jetzt denkt Ronaldo sich, scheiße, hätte ich doch gespielt, hätte ich Messi das gezeigt, ich hätte bestimmt noch 5 Tore geschossen. 4 Elfmeter davon. 6-0 verloren, Blamage, oder? Tja, sogar schon Suarez ist da jetzt. Suarez ist da. Ich habe gesehen, Busquets, der hat ja Tor geschossen letztes Mal. Ja. Sein erstes. Busquets. Jordi Alba, Messi. Jordi Alba, Messi. Das ist schon peinlich. Aber ich habe gesehen, der Torwart ist Fliegenfänger und ich weiß nicht, was da los ist. Schon wieder. Die versuchen ja auch Neymar jetzt zu kriegen. Habt ihr von Neymar die Story mitgekriegt die Woche? Es gab wohl Fotos von ihm, wo er wohl extrem dick war, weil er hatte so eine Jacke an und er war so extrem wie so ein Ballon, ist da rumgelaufen. Ne? Und die haben gesagt, was ist mit dem los? Der ist verletzt, hat er gefressen und sowas. Ne? Und jetzt hat er extra diese Woche oder gestern war so ein Foto, wo er dann das T-Shirt hochgenommen hat und gesagt, hier, ich bin fit und sowas. Ne? Also er ist wohl, entweder war es gefaked oder er hatte zu viele Klamotten an. Ne? Ja, wahrscheinlich zu viele Klamotten. Aber es war wirklich sehr geschockt gewesen. Der sah echt sehr massig aus in seiner Krankheitsphase und deswegen war ein bisschen Schock. Sollen wir mal zum wichtigen Teil des Jahres kommen? Mein Aussehen. Aber warte, wenn wir schon bei Fliegenfänger sind. Ja. Marokko. Afrika Cup. Afrika Cup ist die größte Comedy-Show überhaupt. Das macht so Spaß. Das macht richtig Spaß, das Ding zu gucken. Hast du gesehen? Nee, ich habe nichts gesehen, aber ich weiß nur, dass da wirklich hochbezahlte Premier League-Spieler gegen dritte Liga hier Ostwestfalen kämpfen müssen und sowas. Die kommen da hin und dann gibt es. Es macht Stress. So Spaß. Ohne Scheiß. Da passieren Sachen, wo du denkst, das kann nur dort passieren. Nur in Afrika. Das ist so lustig. Und Marokko hat. Ich habe das gehört von diesem Spieler. Der musste sich erklären, weil er ist irgendwie 1990 geboren, aber seine Mutter ist. Seine Mutter ist 86 gestorben. Ja, 86 gestorben. Und er sieht auch ganz jung aus. Er sieht aus wie ein 16-Jähriger, auf jeden Fall. Was war das noch? Hier, so, Mr. X ist noch am Rechnen. Konnte. 16, ob ich so auch raus. Seine Mutter ist 86 gestorben, aber ist 1990 geboren. Was ist das denn? Der passt es gefälscht, wegen Alter. Deswegen gibt es da so wieder Stress. Ich dachte, die Mutter ist gefälscht. Ivory Coast auch, ne? Elfenbeinküste, die sind ja Gastgeber. Die haben nach dem schlechten Start, die haben nur 3 Punkte geholt und Senegal hat 9 Punkte geholt. Und dann mussten die gegen Senegal spielen. Und die haben den Trainer schon entlassen. Die haben gesagt, mittendrin, hau ab, ne? Ivory Coast hat gesagt, raus mit dir, du hast uns blamiert und so. Bisher nur 3 Punkte geholt. Ivory. Und die waren so gut wie raus. Illegal, Senegal, scheißegal. Ja, dann haben die aber im Elfmeterschießen gegen Senegal gewonnen, haben Senegal rausgekickt, jetzt sind die noch weitergekommen und das ganze Land ist gerade am Ausflippen. Sowas gibt's nur dort. Wo kann man das da gucken? Wer beträgt denn das? Das ist wahrscheinlich international. Arabische Sender. Und sowas. Über Satellit. Kannst du gucken. Das ist eine Frage, wer überträgt das? Wann war letzte Afrika-Cup? Auch weiß ich gar nicht mehr. Das kommt mir nicht vor, als wäre das 4 Jahre her. Nee, Afrika-Cup, ich glaube, jede 2 Jahre. Ne? Ich glaube, 2 Jahre. Weil da war doch auch dieses Spiel, da hat der Schiri 85. Minute abgepfiffen. Und alle so, wie ist das noch zu spielen? Und so hat der 2 Minuten weiterlaufen lassen und hat dann abgepfiffen. Also, sowas passiert nur dort. Aber es ist so lustig. Und hier, Conte, ne? Der Trainer, Conte. Er hat 2021 gesagt. Ach komm, der lag doch jetzt schon auf dem Tablet. Inkontinent. Das war so ein Bewegen. Es lohnt sich zwischendurch, Mr. X zu so einem Zotenschule zu schicken. Weißt du, was der gesagt hat? Egal, was passiert, selbst aber wenn jemand drum stirbt oder so, ich würde Hakimi keinen Elfmeter schießen lassen. Aber nicht auf Deutsch? Nein, auf Italienisch. Ja. Er hat gesagt, ich würde Hakimi niemals
egal was passiert, niemals einen Elfmeter schießen lassen. Ich habe das nach dem Training gesehen. Ich werde ihn niemals einen Elfmeter schießen lassen. Man lässt ihn einfach keinen Elfmeter schießen. Wer hat den Elfmeter verschossen? Hakimi. Marokko raus. Bye, bye. Blamage. Bye, Driver. Bei Hakimi gerade, ne? Ich muss gerade mal. Ägypten ist auch aus. Blamage. Ich muss gerade mal reingrätschen. Die verstehen noch reingrätschen. Alle Arab, bye. Bei Hakimi muss ich gerade reingrätschen. Habt ihr von diesen amerikanischen Basketballträger gehört, von der Miami Heat, von Eric Badu. Spolstra. Nee. Habt ihr nichts gehört? Also es ist so eine Hakimi-Geschichte, wo ich gedacht habe, das ist so was, was wir eigentlich besprechen müssen. Also, ich glaube, ich habe es gehört, ja. Die Miami Heat haben den wohl verpflichtet für weitere 120 Millionen. Aber die warten erst ab, bis er sich von seiner Frau hat scheiden lassen. Die haben, oder? Die haben abgewartet, bis die Scheidung richtig durch war und dann erst das Geld ihm gegeben. Na damit, doch, das sagt damit er das nicht und die schon länger ist, her. Und die Schlagzeile ist für unsere Homies: She broke, he up. Nice. Das zu unserem Hakimi. Das habe ich auch gelesen. Nice. Gut, der nice move. Hey, piep. Piep. Meiner war zu spät. Mr. X. War eine Reihe später. Was haben Sie denn dazu? Was haben Sie auf der Clownschule alles so gelernt die Woche? Viele Sachen. Nämlich, dass ihr gut aussieht. Der Arme lacht nicht. Der junge Mann, muss man dazu sagen, der darf nicht viel lachen, weil der hat Rippe. Auf der Rippe, in der Rippe. Der wird auch Rippchen genannt. Trägt ein Rippshirt und frisst McRib. Und trägt ein Rippshirt. Ja. Weißt du, was auf meinem Grabstein steht? Aber mit zwei P's. Rip in Peace. In Stücke reißen. Stücke rippen. Für alle, die es noch nicht wissen, dieser junge Mann hat versucht, einen Fallrückzieher zu machen. Ich habe nicht versucht, das war der schönste Fallrückzieher-Tor in meinem ganzen Leben. Ja. Ich bin halt nur doof gelandet. Aber doof gelandet, das hat sich die Rippe perfekt gebrochen. Ausgeführt. Der ist reingegangen, hat die uns den Sieg gebracht. War das in der Soccerhalle? Ja. Da gibt es doch bestimmt eine Aufnahme von. Eben nicht. Hast du angerufen? Nee, warum? Die haben doch überall Kameras. An dem Abend waren die Kameras ausgeschaltet. Ich nicht. Also die haben andere Kameras. Kannst du anrufen, sagst du, ich brauche das für den Arztbericht. Verarsch die doch. Sag, du bist von der Polizei. Ist, ich hab dir nur einen Kollegen gesagt. Weißt du? Zum Bart. Von der Polizei. Zum Bart und so. Ich hab zu Hause eine Hundemarke. Schlechtes Deutsch. So. Guten Tag, ich bin von Polizei. Bitte gib mir Video. Wie diese SMS von dieser Hallo, das Bundesregierung. Schick 500 Euro über Amazon, sonst musst du Land verlassen. Oh, nee, ich habe den Kollegen noch gesagt, erinnere mich dran, dass ich meine GoPro mitnehme, damit ich mal filme und so. Ja, vergessen. Du hast gar keine Schönes GoPro. Tor gemacht. Und Diar und ich, wir haben vor dem Spiel gesagt, wir machen heute schöne Tore. Und meinte, ja, wir machen heute beide Fallrückzieher-Tor. Habe ich ein Fallrückzieher-Tor gemacht, war im Krankenhaus kommt die Nachricht, ich habe auch ein Fallrückzieher-Tor gemacht. Shoutout to Diar, bester Mann. Aber immer noch die gleiche Situation, philosophische Frage, wenn ein Baum im Wald umkippt und keiner hat es gehört, ne? Ist er dann wirklich umgekippt? Ja. Also wenn natürlich. Ein Fallrückzieher auf dem Fußballplatz passiert, natürlich. Ist, wo es keine Dokumentation darüber gibt. Wir haben es nicht gesehen. Ich habe 14 Zeugen. Haben alle weggeguckt. Ich hab 14 Zeugen. So viel Geld habe ich noch nicht mal. Ja, aber ich brauche nicht mehr Geld. 20 Cent, die ich schweigen. Ich broke die ab. Weißt du? Ja, du wirklich broke. Was ist das Wort? Deswegen, Herr Mr. X, bringen Sie diesen jungen Mann bitte nicht zum Lachen. Ich versuche. Ja, soll man zu wichtigen Sachen kommen? Ja. Was ist mit TikTok los? Das soll sein. Universal. Hat ja. Na, erzähl. Mach doch. Nee, ich habe das nur gelesen heute. Klar, ich kann das nicht so gut aussprechen. Ja, die haben ihren Musikkatalog zurückgezogen, weil die wohl in den Verhandlungen gescheitert sind mit TikTok. Ne? Also TikTok hat wohl angegeben, extrem viel Geld zu verdienen mit deren Musik und die wollen das noch nicht weitergeben oder so. Ne? Die verdienen wohl mehr als, die verdienen eigentlich gut und Universal will ein bisschen mehr davon haben. Die sagen, wir kriegen zu wenig Geld, wir wollen mehr Geld haben, wenn ihr unsere Musik benutzt. Und da gibt es halt Streitereien gerade, nee, die wollen nicht so viel zahlen. Universal sagt bla bla bla, okay, habt ihr Pech. Dann haben die ihre Künstler jetzt aus TikTok weggezogen. Das, darunter ist Taylor Swift natürlich. Ja, natürlich. Und das heißt, es gibt noch andere bekannte, also Universal ist ja nicht ohne. Und die haben ihre Musik aus TikTok gezogen. Das heißt, die ganzen Influencer, die wichtigsten Menschen dieser Welt, haben jetzt ein Problem. Die haben jetzt echt ein Problem. Weil wenn die ihre Musik, ihr Video jetzt raushauen, ohne Taylor Swift Musik, kriegen die nicht mehr so viele Follower oder so viele Klicks. Und ja, anstatt dass ich einfach mal Musik nehme von Sony Label oder ich weiß nicht was, nee. Wir haben ja Taylor Swift und ich weiß nicht wen. Und jetzt gibt es da gerade so Stress. Ne? Und jetzt sind alle so ein bisschen panisch. So, oh, scheiße. Du könntest meine Mucke nehmen, Balu der Bär. Aber die Frage ist, Marcel. Burn necessity. Die Frage ist, stört das Taylor Swift?
Nee. Oder stört das die Künstler? Nein. Ich glaube, die kleineren Künstler, ja, die dadurch ihre Musik verbreiten können, ne? Ja, ja. Die stört das eher, weil Taylor Swift ist doch egal, die verdient ihr Kohle eher mit Konzert. Und ich glaube auch nicht, dass du so viel über diese Klicks verdienst, weil diese Ausschüttrate sehr niedrig ist. Es geht eigentlich um die Popularität, dass die Leute nicht nachher den Song kaufen wahrscheinlich. Also, dass du von diesem Song in dem Video hörst und denkst, oh, der ist gut, den kaufe ich mir nachher über. Das ist ja genau das Gleiche, was mit, habt ihr von Justin Timberlake die Woche gehört? No. Hat er wieder was geleistet? Der ist neu rausgekommen und der versucht jetzt sein Image ja wieder aufzupolieren, nachdem Britney gesagt hat, bist du schon drin? Und Justin gesagt hat, ja, ich bin schon seit einer halben Stunde am Werken und so. Und sie ja schlecht über ihn geredet hat, dass das ja eigentlich gar nicht so gewesen ist, wie es dargestellt wurde, sondern er hat sich ja wohl ein bisschen verarscht. Also er wurde wirklich durch den Schlamm gezogen und so. Und jetzt versucht er sein Image wieder aufzupolieren, hat sich wieder mit NSYNC gezeigt, so ein bisschen abzulenken und hat jetzt ein Album rausgebracht und so. Geredet, ja. Und das der neue Song heißt Selfish. Und 2011 hat wohl Britney auch schon mal eine Single auf einem Album gehabt, das hieß auch Selfish. Und weißt du, ne, wenn du deine Homies hast, die dich verteidigen, dann machen die richtig Krieg. Die sind auf die Barrikaden gegangen und die haben alle diesen Song gekauft, damit sie auf Nummer 1 geht und Justin nicht. Das heißt, der hat es nicht geschafft, auf Nummer 1 zu gehen. Sie war höher mit einem Song. Nice. Mit einem alten Song. Mit dem alten Song. Nice. Finde ich gut. Das ist halt direkt nice. Das Gesprächsthema, warte. Weil er wollte wirklich seine Wäsche wieder waschen und es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Dann müssen wir das sagen jetzt. Was denn? It's Britney, bitch. Marcel wollte, anstatt Album hatte Alpo gesagt. Er hat bestimmt Alpo-Joghurt gegessen heute. Richtig? Nee. Deswegen die Verknüpfung. Das werde ich mir anhören, ob ich da Alpo gesagt habe. Was Alpo wenn ich Alpo gesagt habe, und ich will das nachsynchronisieren, damit du falsch liegst. Was gesagt? Zoom richtig auf die Lippen. Damit Alpo. Der hat wieder einen Deal mit Joghurtverein. Poldi. Du. Ja, aber das ist interessant, weil er war jetzt auch, hat sich komplette Tour gemacht, ne? Late-Night-Shows, Saturday Night Live und sowas und er versucht sein Image wieder aufzupolieren und geht jetzt auch auf Welttournee, also ne? Tickets kaufen und so, ne? Ja, haben wir damals schon besprochen, ne? Ich bin kein großer Fan. Tom Cruise. Aber ihr, Poldi, ne? Ja, ich bin kein großer Fan von Timberlake. Aber Poldi, die zweite Woche hat gestartet, ne? Zweite Spielwoche war das, und? Hat Erfolg? Ich habe gesehen, die Streams sind ganz gut, so in der Millionenhöhe, habe ich gelesen irgendwie. Also die sind wohl, also nicht so erfolgreich wie die Kings League jetzt in Spanien ist, aber das muss man ja auch langsam aufbauen. Ne? Ich habe nur gehört, dass die Qualität, haben sich viele Leute beschwert darüber, dass es wohl eher wirklich Kindergarten. Hier, ne? Da, wenn man da eine GoPro oder so Soccer holen will. Was ist das denn jetzt? Was denn? Was? Ja, oder tut sich mit einem Deutschen zusammen gegen deinen eigenen Bruder? Nein, aber der hat gesagt, okay, von der Qualität. Ist okay, Max. Von der Qualität. Ach so, also bin ich schlechte Qualität. Nein, du spielst wie Poldi. Ach so. Ist das negativ oder positiv? Uh-huh. Ja, aber Poldi auf der Bank. So spielst du. Ich poldiere deine Fresse. Poldiere mal den Wagen. Was ist das, diese Kinsley? Sag ich mal, Ben Kinsley? Oder was meint ihr? Kings. Boah, ich habe heute einen Trailer gesehen von einem neuen Film von ihm. Der hat so ein bisschen Maske auf. Sah gut aus. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, deswegen habe ich ihn nicht angeguckt. Irgendwie auch so märchenmäßig. Aber ich wollte nicht auf Deutsch gucken. Ah, ich glaube. Kinsley muss man auf Englisch gucken. Den will ich sehen. Und der mit William Defoe, der ist auch gut, glaube ich. Poor Things, haben wir letzte Woche darüber geredet. Ja, ich war nicht da. Wo waren Sie denn her, Mr. X? Da gibt's es gibt, nur als Tipp, da gibt's eine Dokumentation im Internet, da kann man sich das anhören, was für so. Hab ich doch heute, hab ich mir reingezogen. Hat er sich die ganze Sendung, die Stunde jetzt. Wieso weiß ich nicht, dass wir Postings geredet haben? Doch, hat er. Keine Ahnung. Er weiß alles. Weil er nicht hingehört hat. Na, dann hat er weggehört. Doch, in dem Moment hat es nur angerufen. Ja. Wenn man wegsehen kann und hinsehen, kann man auch weghören und hinhören? Weglaufen. Hinhören kannst du auf jeden Fall. Aber weghören? Weghören kannst du bestimmt. Wie? Was hat unsere Nichte letztes Mal gesagt? Hau zu. So weghören. Unsere Nichte hat letztes Mal was gesagt. Die hat gesagt, ich habe gehört, was sie gesagt hat, aber ich habe ihr nicht zugehört. Ja. Das ist gut. Wer hat das gesagt? Meine kleine Nichte. Ja, also, ich habe gehört, dass sie was gesagt hat, aber ich habe ihr nicht hingehört. Das ist genauso wie, du hast so viel geredet, aber nichts gesagt. Ja? Fast mach ich jeden Tag. Buenas noches. Buen entrenador. Poco palabras, bastan. Ach, sí. Ja, sag ich jedes Mal. Ja. Ich jedes Mal. Was heißt das? Du bist doch Spanier. Das war türkisch. Was ist das denn? Was habt ihr heute gegen mich? Der, ich will schon Invalide und bringt mich extra zum Lachen. Tut mit dem zusammen. Wie oft habe ich gesagt, da soll ich nicht zum Lachen bringen? Hä? Okay, ich hau jetzt ein ernstes Thema rein. Guck mal, du hast selber fast gelacht, nur um das zu sagen. Nein, ohne Scheiß. Doch, natürlich. Cool, jetzt guck dir den an. Okay, damit du beruhigst, mach ich jetzt ein ernstes Thema. Mit dem Gesicht. Habt ihr von dem Mensch gehört? Mönch? Mensch? 85. Also ist das Plattdeutsch für Mensch? Mensch oder Mönch? Menschenmönch. Mönch ärgert euch nicht. In Griechenland, 85 Jahre alt, gestorben, der hat noch nie in seinem Leben eine Frau gesehen. Ja, haben wir gehört. Der Glückliche. Thema. Der Glückliche. Boah, ich wollte ihn helfen, dass er so runterkommt, der geht hoch. Ja, sind diese Kloster, ne, in Griechenland, wo du wirklich nur. Da dürfen Frauen nicht rein.
Und bei der Geburt ist seine Mama gestorben und haben die ihn sofort ins Kloster gesteckt und seitdem ist er. Aber wir müssen unserem Ruf ja gerecht bleiben und sagen, ja, der glückliche Mensch. Ja, hab ich ja auch gesagt. Ist glücklich gestorben, also, der Mann. Boah. Ja, Grown Man Sport. Das ist genau wie diese Geschichte, die ich diese Woche gehört habe. Das war eine schöne Verfilmung von so einem Dating-Tipp für Frauen. Wieder Dating-Tipps, ne? Ja, hier, Hashtag Dating-Tipps. Es so, ne? Wird ja Frauen empfohlen, in Baumärkte zu gehen, ne? Und da triffst du halt Single-Männer, die ihr wirklich anpacken können, ne? Aber das Problem ist, da gehen Männer hin, um Probleme zu lösen und kein neues mitzunehmen. Das bringt uns 15 neue Frauen-Klicks. Das bringt so eine saure Gurke wieder. Nee, das habe ich so gemacht bei saure Gurke. Aber ist schon krass, ne? Ja. Du weißt nicht, wie eine Frau aussieht. Ich habe noch nie eine Frau gesehen. Außer auf Gemälden wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob da nee, Gemälde nee, da gibt es auch keine Gemälde und so. Aber die müssen ja doch. Die haben bestimmt Maria. Ja, aber eine richtige Frau ist ja, noch nie gesehen. Live hat er bestimmt nie eine Frau gesehen. Nee, das ist schon hart. Nein, das ist nicht hart. Nee, das ist nicht hart. Das ist nicht hart. Ist eher das Gegenteil von. Weich. Obwohl, bei denen weiß man nicht, was dann hart wird. Stimmt. Soft weich. Also Griechen, ne? Römisch-Griechisch ist Römisch-Griechisch schon ziemlich deep down and dirty. Das ist nicht umsonst, ne? Das ist doch pervers. Wrestling römisch-griechisch heißt ja nicht umsonst, ne? Richtig, da wird richtig angepackt. Naja, kennst du noch, ne? War das früher noch nackig. Heute haben die wenigstens was an. Ja, aber auch so hauchdünn. Kennst du das? Da gibt es so einen Typen. Der steht da so und der hat wohl einen Ständer. Und da steht da, Bro, du hast gewonnen. Ich kenne nur dieses Video, wo so ein Junge gegen Mädchen kämpft und sie müht sich richtig ab und der ist zwischendurch so, guckt so, wer ist denn auf der Tribüne und sowas und dann stand so drunter unter dem Video, the bro is fighting two different fights. So, ne? Also er hat zwischendurch ihre Angriffe abgewehrt und hat zwischendurch so geguckt, so, oh, ja, was gibt's heute zu essen und so. Ja, ist es halt. Kannst du nicht machen, ne? Tja, Männer und Frauen. Das ist genau wie jetzt die ganze Zeit immer diese Mixed-Tennisspiele gezeigt werden. Kennt ihr die aus Australien und so? Wo die jetzt ja schon mit Mikrofonen arbeiten, damit das irgendwie Unterhaltung wird und so. Ja. Da merkst du einfach, das ist ein ganz anderes Niveau, ne? Wenn die Männer müssen wirklich so retournieren, so. Ich habe doch auch in einer Folge, habe ich doch mal von der Boxerin erzählt, ja, diese Harris, die meint, ja, ich kämpfe gegen einen Mann und so. Da ist wohl irgendein Typ in ihr Boxstudio gekommen und hat sie ausgenockt. Dann hat sie dann gesagt, ja, das war irgend so ein Russe und er hatte keine Polsterung in seinen Handschuhen und deswegen hat er mich ausgenommen. Denke ich mir so. Ja. Der hat dich getroffen, so oder so, Mädchen. Ist schlafen gegangen. Frauen. Es geht einfach nicht. Es gibt nicht umsonst Unterschiede in dieser Natur. Ja, deswegen fand ich ja fett, dass Serena Williams irgendwann mal in der Talkshow gesagt hat, das ist ein ganz anderes Niveau. Also sie hat da überhaupt keine Chance, wenn sie gegen die Top-Tender. Und Serena Williams ist schon echt ein Mann von Vibe. Aber also es gibt so auch richtig es so. Gibt auch, dass sie affiliated ist mit Gangshit. Was für ein Philly? Die hat doch ihre Bruder, Schwester, ne, ist verloren. Ja, ja. Ist erschossen worden. Aber es gibt auch einige Frauen, die wirklich stark im Kopf sind. Da haben davon redet doch keiner. Ja, davon redet doch keiner. Davon redet doch keiner. Du hast. Da wurde die gerade verklagt, eine 8-Jährige, weil sie ihren Mann umbringen wollte. Wisst ihr weshalb? Die hat einen Brief entdeckt von der Ex-Freundin ihres Mannes. Vor 60 Jahren. Und dann hat sie ihn umgebracht. Wollten ihn umbringen, aber dann haben die noch festhalten können. Jetzt glaube ich gar nicht gemerkt, was er gesagt hat. Du kriegst die saure Gurke jetzt. Ja, aber richtig. Es gibt auch Frauen, die haben echt starke Kämpfe. Klar. Das heißt, die meisten sind dumm oder was? Nein, die sind starken Männer. Ja, aber das ist das, was du gesagt hast. Ihr, ich hab gesagt. Deswegen haben wir noch so reagiert. Wir Fanpost gerne in Wald schicken, direkt an Mr. X. Oh, ich muss meine Stimme jetzt verstellen. Die Adresse lautet am Baum rechts links. Am Baum rechts links in am Baum Blues. Im Walde. Da, wo das Pfefferkuchen aussteht. Also, es gibt auch wirklich durchgeknallte Personen. Hier, wer ist dieser Schauspieler? Patterson? Der Engländer? Patterson Findus. Patterson, ne, glaube ich. Der Robert Patterson. Ja. Der wurde drei Wochen lang gestalkt von einer Frau, die gecampt hat vor seinem Haus. Und der hat aber die Polizei nicht gerufen. Die war jeden Tag da. Die stand da, die hat geschlafen. Drei Wochen lang. Und dann sagt er, der war zu Hause, hat es gelangweilt und alleine gefühlt. Er hat gesagt, komm, ich gehe mit dir mal was essen. Hat er die eingeladen zum Essen. Und hat dann angefangen, über sich über alles zu beklagen. Den ganzen Abend lang. Die ist nie wieder gekommen, die Frau. Aber die Story hatten wir schon mal. Nein. Das war, glaube ich. Die hat er schon mal erzählt. Das war Patterson. Die hat er schon mal erzählt. Nein, ich habe dir noch nie erzählt. Doch, die hast du schon mal erzählt. Never ever. Ich habe kein Déjà-vu. Ist doch neu. Nein, doch, die hast du schon mal erzählt. Irgendwo auf Instagram gelesen. Nein, die hat dich schon mal erzählt. Ich habe noch nie gehört. Patterson, kenne die Story auch. Aber ich hörst nie zu. Ich kenne die Story auch, aber nicht hier von Podcast. Ja, von ohne Scheiß, der hat das schon mal erzählt. Never ever. Ich habe den Namen Patterson noch nie in den Mund genommen. Noch nicht mal zum Rumkauen. Also. Kein Kakao. Ich hab Sodbrennen hier, Affen. Piep. Ist Grapefruit. Gib mir eine. Oh. Schlaf im Stehen. Warte, komm her. Weißt du warum? Weil ich in einem fucking Paris-Bett, das war gerade, meines ist ja so. Was? Mein Zuhause, mein Bett ist so. Wie ist das? So.
Warum schläfst du im Stehen? 47 Folgen oder wie viele Folgen? Von, du musst überlegen, ob das jetzt wirklich für den Zuschauer so ist oder ob das nicht besser so gezeigt wird. Ja, besser so, ja. Okay, Entschuldigung. Hast du eigentlich Bettwanzen mitgebracht? Ein paar für euch hier. So eine, sie sind so fett, sind die. Wie die Ratten in New York, sie sind so fett. Ich glaube echt, das erste, was ich gedacht habe, ich gehört habe, ein Bär ist in Paris, und ich sage, oh, Bettwanzen. Sind die in Feldern? In Feldern? Ja, in Feldern. Aber das sind doch nur 7 in Paris. Aber mit den Bären waren sie 8. Hey, oh, ja, hört auf. Auf dem Weg. Bitte hört auf. In Montmartre. Diese eingestiegene Agrarkultur. Die Bauern sind ja alle demonstrieren, ne? Ja, in Montmartre. Ja. Die gehen jetzt richtig auf Paris, ne? Ja, die haben 15.000 Soldaten haben dafür gesorgt, dass sie nicht in die Innenstadt kommen. 15.000 gegen 7. In Brüssel brennen überall Heuballen, also schwarze Rauchwolken bis oben im Himmel, komplett voll. Ja. Das ist so. Keine. Die Deutschen kommen und fahren auf der Straße mit ihren Treckern und so und laden ein bisschen Schutt. Und da gibt es auch direkt Ärger. Und die Franzosen, habt ihr das gesehen mit dem Gülle? Mit Gülle auf Gebäude? Ja, Alter. So muss man das auch machen. Oh, der darf nicht von der Fähre steigen. Das ist gegen menschliche Rechte. Ich so, what? Menschliche Rechte? Was ist menschliche. Das? Und der haben mir einen Supermarkt gezeigt, der wohl leer geräumt war. Und dann haben die gesagt, die Bürger sollen mal merken, dass das Fleisch und so und das Gemüse nicht im Supermarkt wächst. Ja. Und so. Richtig. Und dann zwei Wochen vor der Fashion Week. Was weißt du, was da los ist? Ja. Ganz schön fesch. Wisst ihr, was das beste Gemüse der Welt ist? Ich hab dir geklaut. Nee. Du bist mein Ghostwriter. Du bist mein Ghostwriter. Ja. Was? Bestes Gemüse der Welt. Cucumber. Kommt die nie im Leben drauf. Was für mich oder nein, generell? Das ist das Gesündeste. Vom Verhältnis so. Nährstoffe, Kalorien etc. Ich weiß. Bodenkresser. Hey, ja doch, bitte doch. Die Zuschauer sind nicht schlau, wäre ich nie drauf gekommen. Oh mein Gott. Und dann auch so eben im Chor. Bohnenkresse. Na klar. Und alle Zuschauer. Hey, tausend Gemüse sagt wieder so. Bohnenkresse. Warte, ich krieg ja Luft. Oh, guck mal, wie schwach sein Willen ist. Der hat vom Anfang gesagt, heute lache ich nicht. Lutscher weg, die ganze Zeit. Doch, bitte. So, Krankenmann rufen. Gib ihm eine Brunnenkresse. Krankenmann! Hör auf, sonst sagen wir dir gleich, was Oma auf Chinesisch heißt. Echt? Brunnenfresse. Was heißt denn auf Chinesisch, Oma ist das gesündeste Gemüse? Brunnenkresse. Kann kaum Brunnenkresse? Ach. Das hast du dir selbst zuzuschreiben, mein Freund. Ich hab dir gesagt, bist du sicher, dass du heute mitmachen willst? Bist du sicher, dass du solche schwierigen Fragen und Schlauköpfe... Das ist mal schön, dass sie sich vom Podcast selbst canceln wollen. Bist du sicher? Bist du sicher wegen den Kindern? Das sind immer so hin und her. Ja, aber so sind wir. Wir sind halt nett. Ach so. Bist du sicher, dass du nicht gefurzt hast? Hast du? Nein. Ich dachte schon. Oh. Das ist der Stimme. Geh nach Hause, geh. Leg dich hin. Geht's mal Arzt. Du kannst so Bären in die Höhle gehen. Kannst dich schön ausruhen. Einen Monat lang. Trink Wasser. Du weg. Auf dein Handy. Trink Handy ist nass geworden. Du dich in der Nase. Du bist nicht lustig, hör auf, Mann. Okay, ich tue das Glas weg. Pack dich ab. Pack dich nicht ab. Der ist schon gekommen. Warte, lass ihn. Bist du den Mund? Nochmal. Ist gut jetzt. Okay. Rundenkresse. Wenn wir schon bei Gemüse sind, habt ihr von der Frau gehört in Bogota? Heißt Bogota? Ne? Ja, Bogota. Da ist nur eine im Rheinland. Da ist nur eine Frau von der Mann. Nein, da ist eine Frau in Bogota. Im Rheinland sagen die von der haben wir noch nicht mal gehört. Ja, von der haben wir noch nicht mal gehört. Ja, die ist festgenommen worden am Flughafen. Weißt das du, das ging Porno zu dem 85-jährigen Mann, der noch nie eine Frau gesehen hat. Moment, im Kölsch heißt das Bogota, Junge. Bogota, nicht Bogota. Also auf jeden Fall ist sie festgenommen worden, ne? Die wollte, glaube ich, nach Sao Paulo fliegen oder so, ne? Die Sau. Ist festgenommen worden. Warum? Was hatte sie geschmuggelt? Kokosnüsse. Brunnenkresse. Ja, fast. Kokosnüsse. Oh, fast. Ihren Mann. Ne, 130 giftige Frösche. Wo hat sie die denn reingesch... 130 giftige Frösche, keine Ahnung. Ist festgenommen worden. Wer weiß, was die vorhatte. Boah. Warum denkst du direkt, die hat sich was reingeschoben? Weil das macht. Wie willst du das denn sonst über die Grenze bringen? Koffer? Das stimmt. Ja, da machen die Brack den ganzen Tag. Ich freue mich auf, waren die am Leben? Ja, ja. Da waren Frösche, keine. Die müssen ja schmuggeln, wenn die am Leben sind. Und da gibt es dann. Weißt du, was sie gemacht hat? Weißt du, was sie gemacht hat? Die hat zu den allen 135. Wie viel eine kostet? So 135 Frösche hat die immer gesagt. Na, genau. Es ist Nacht. Es ist eine kostet so $1,000. Boah. Also so kommt so ein 2x50 raus, ne?
Naja. Verschicken die nach Frankreich. Wer weiß, giftige Frösche. Vielleicht wird das Gift von denen genommen oder wird den verkauft, die Frösche, oder keine Ahnung. Klappt. Wie kommen wir auf die Idee, 130 giftige Frösche zu schmuggeln? Also, du brauchst nur anzufassen. Ich gebe dir 1000 gute Gründe darum. 1000 Euro. Ja. Ein Grund. 1000. Ein Grund, 1000 Euro. 1000 Mal. 1000 Mal ist nichts passiert. Ja, wenn man dran leckt, ist hier Katastrophe. Geht man nicht dran lecken. Ich glaube, du brauchst nur mit der Hand dran und dann in den Mund und dann bist du so. Hast du eine dabei? Warte. Quack. Schon heftig. Als ich das gelesen habe, sag ich mir so. Ihr habt alle drei Entengeräusche gemacht. Keine Geräusche. Nein, ich habe keine. Nein. Was kennst du für Enten? Hä? Du kennst falsche Ente. Das ist falsche Ente, was du kennst. Falsche Ente. Peking-Ente kenn ich. Oh, Beijing. Beijing. Beijing-Ente. Ja, das ist auf jeden Fall ein Frosch. Ich hab, boah, das war auf jeden Fall ein Bärenfrosch. Der weint vorhin nicht vor Freude. Das war eine leere Ketchup-Tube. Wusstet ihr eigentlich, dass man Ketchup-Tuben die ganze Zeit falsch ausdrückt? Mhm. Wie denn so? Ich hab es nicht gehört. Was ist denn so? Viel Spaß am Sonntag. Der hat das Wort Ketchup falsch ausgedrückt immer. Okay, ja. Nein, da wusstest du, dass man die Ketchup-Flaschen falsch ausdrückt? Also jetzt nicht die Glasflaschen, sondern die Plastikflaschen. Was meinst du, wie sie falsch ausdrücken? Weil wir drücken ja meistens auf die breite Seite. Also an die Seite? An die Seite und du machst wohl einen Unterdruck und dann läuft das von alleine raus. Das ist aber ist auch wie diese Sojaflaschen, wenn du beim Asiaten isst. Die Leute kippen ja einfach die Sojasauce so rein. Und das hat ja Löcher auf beiden Seiten, du musst deinen Finger drauf halten und die Luftzufuhr. Und dann kannst du das genau steuern. Dann kannst du so tröpfelmäßig. Und wie kriegst du eine Ketchup Flasche richtig leer, schleudern. Nimmst du und dann schleuderst du die einmal so und tipptopp sauber. Müsste mit Nutella auch funktionieren, dann wäre es super. Aber das mache ich auch auf die Toilette. Wenn ich so ja, du schleuderst, das glauben wir nicht. Schleuderst du auch? Müssen wir mal. Aber es gibt diese Salz- und Pfefferstreuer, dass wenn man die umdreht, ist da so ein Muster unten drauf, wenn du die untereinander reibst, läuft das wohl von alleine aus dem Löchern. Mustafa? Nein, Gustafa. Very far Mustafa. kennst du Gustafa? Der halb Deutsche, halb Moslem. Gustafa. Gustafa ist auch gut. Also wie Finnland, Schweden? Helsinki, Schweden. Das war ein berühmtes Filmzitat von Stimm langsam 2. Yeah, oh, du bist. Boah. Aber das war komplett im Arsch. Ja. Finnland, Schweden? Nein, der Moderator so, der Host ist so. Ja, ich bin hier gerade in Helsinki und die so. Nein. Helsinki wie Schweden? Finnland, du Vollidiot. So war das. Nee. Wie denn? Das war, der hat das Stockholm-Syndrom. Und dann hat er gesagt: Ah, Stockholm, wie in Finnland? Das ist Helsinki, die Vollidiot. Das heißt jetzt wirklich alles falsch gemacht. Aber trotzdem, zum Glück habe ich. Ich hätte ihn fragen sollen, was das für ein Film war. Der hat bestimmt nicht mal einen Film gefunden. Ja, sehr gut. Stimmt langsam. Ich weiß noch nicht mal, stimmt langsam. Der hat so falsch gesagt. Das stimmt langsam. Der hat gesagt: Little Weapon. Aber wirklich, du hast es so falsch gesagt und der ist draufgekommen. Respekt. Ja, also bist du es richtig. Ja, weil er sehr berühmt ist. Ich kann das nicht. Ich hab's nicht gewusst. Echt nicht? Nee. Also so eine geile Szene. Langsam 2, ich weiß gar nicht mehr, um was es da ging. Es geht ja um diesen Flughafen. Flughafen, siehst du? Hab ich vergessen. Und dann geht's halt darum, dass die wollen. Aber ich glaube, das ist doch vielleicht im ersten Teil. Weil die werden ja gefangen gehalten und dann sagen die halt, die Geiseln wollen nicht gehen. Und dann sagt die eine Frau, die so eine Analyse macht, meint so, die haben bestimmt das Stockholm-Syndrom. Und dann sagt dieser Moderator, der die ganze Zeit so tun möchte, das wäre cool, so, Stockholm, wie Stockholm finden. Das ist gut. Und dann so, nein, das ist... Boah, ich muss nachgucken. Scheiße, ich weiß nicht, ob das eine ist. Aber das ist eine von den drei. Ich hätte gesagt, nee, drei ist es nicht. Aber der zweite ist doch am Flughafen. Ja, der zweite Flugi. Ich hätte gesagt, der zweite. Ich hätte auch gesagt, der zweite. Aber irgendwie kommen wir erst. Ich weiß nicht, ob da Geiseln sind, die flüchten oder da bleiben. Ich habe keine Ahnung. Egal, was sage, es kommt immer richtig. Genau, wie ich letztens. Ich habe diesen geilen Beitrag gesehen, ne? Nur mal jetzt, um in der Filmgeschichte zu bleiben. Kennt ihr noch Alarmstufe Rot 2? Mit unserem Freund. Ist egal, ne? Ist egal. Ist egal. Und das Problem ist, man macht sich ja, wann haben wir den gesehen in unserer Jugend? Man macht sich ja keine Gedanken um die Figuren. Ne? Und Seagal spielt ja einen Marinekoch. Der ist ja kein Soldat mehr, sondern ist ja Koch. Der war im ersten Teil ja schon Koch auf dem Schiff. Und jetzt ist er in der Zugfahrt. Und die erste Szene von diesem Film ist, du siehst den Zug fahren und du siehst Seagal in der Küche stehen mit anderen Köchen. Und der rührt eine teigige Masse um, nimmt den Löffel raus, stellt das in eine Mikrowelle, macht die Tür zu und sagt,
15 Minuten auf hoch und dann ist der Kuchen fertig. Ich meine, warum gehst du als Koch in die Küche, wo schon so schon Köche sind und bringst den Kuchen kochen, also backen bei und dann nimmst du den Teig, also dritte wirklich nur so 15 Minuten auf höchster Stufe und dann ist der Kuchen fertig. Die Filme waren so schlecht. Also, so, du denkst heutzutage, wer ist denn auf die Idee gekommen? So, ne? Aber das ist die erste Szene um diesen, also der wurde ja schon, der war ja bekannt aus dem ersten Teil. Aber so wird ja der Charakter im zweiten Teil eingeführt. Der beste Film von ihm? Nico, glaube ich. Nico, ne? Nico war ich der Beste. Die Endszene von Batman Dark Knight Rises. Ja. Wo der Alfred im Café ist. Ah. Ja, und dann sieht der Christian Bale und so. Ist mir nie aufgefallen, der holt sein Portemonnaie raus, um zu zahlen, der Alfred. Ja. Und dann sieht der Christian Bale. Und dann checkt er, das Café gehört ihm. Deswegen nickt Christian Bale und dann tut er seine Karte wieder rein und checkt es. Der zahlt nicht. Es geht nicht darum, oh, ich habe dich gesehen. Es geht einfach nur darum, also auch, ich hab dich gesehen, du lebst noch. Aber es geht darum, okay. Deswegen zahlt er nicht. Der tut seine, holt seine Karte raus, tut sie wieder rein und steckt es ein. Aber das ist super. Da gibt es so viele Memes davon, ne? Wenn du irgendwie etwas richtig machst oder was falsch machst und dann doch richtig machst. Siehst ja, auch so. Wo so Männer an Frauen vorbeigehen und danach sehen die Alfred, der nickt, sehen die Christian Bale, dann gehen die zurück und klatschen eine Frau auf den Arsch. Das habe ich immer gesehen, der hat Abwasch gemacht. Ja. Das gleiche gibt es aber auch von Frauen, so ein Zusammenschnitt, wie die Frauen auch so. Ja, aber das ist aber nicht so. Das kann man nicht vergleichen. Das ist wie ein Abwaschbär. Ja, das waren auf jeden Fall Waschbär, welche von denen, die nicht stark im Kopf waren. Habe ich nie mehr gesagt. Es gibt Frauen, die starke Stellen haben. Fühlt sich aber angesprochen, ne? Nee. Habe ich niemals gesagt. Aber ich hatte es auch nicht so verstanden wie ihr. Ich habe das verstanden wie er. Ja, yeah, super. Ich verstanden einfach. Es gibt Frauen, die sind echt stark im Kopf. Das heißt nicht, dass andere dumm sind. Ja. Das Gute ist, dass wir, das wir haben Videobeweis. Wir haben Videobeweis. Ja. Mach Pfeife. Ja. Wir machen immer. Ja. Ich habe letztens irgendwo gesehen in so einer arabischen Liga, wo der Schiedsrichter rausgelaufen ist, hat sich mit so einem Typen besprochen und kommt zurück und macht so. Hier geht das Zeichen nochmal. Nein, aber der hat sich mit so einem Typen auf der Tribüne besprochen. Da war kein Monitor. Da hat jemand gesagt, hier, der hat faul gemacht. Und dann so. Oh, wisst ihr, beim Fußball wurde heute einer getötet. Hä? Beim Fußballspiel. Das ist aber eine schöne Geschichte. Es gibt beim Fußballspiel. Während des Fußballspiels wurde einer erschossen. Ein Spieler auf sogar. Auf dem Feld. Auf dem Feld. Aber welche, wo denn? Mexiko. Ja, Mexiko. Das ist normal. Ist so ganz aber normal. Ist schon heftig. Der Arme, der ist gerade mal 23 und läuft, oder 22 läuft an die Seitenlinie und will irgendwie quatschen und holt einer raus und 12 Mal erschossen. Also ja, in Kolumbien heißt, wird er wegen was anderem an die Linie gelaufen. Ja. Ne? In Kolumbien wird er hier die Linie, Line. Verstehst du? Aber das ist schon das ist nicht der Löwe. Also, was hat das mit Löwen zu tun? Was für Löwe? Du hast Line gesagt. Line. Du hast Line gesagt. Sierra Leone. Sierra Leone, weißt du, Fleischstück von... Kilian de Jong. Sierra Leone? Das ist doch die Wüste. Sierra Leone. Sierra Leone ist doch ein Stück von, ich weiß nicht, Rappe? Leon. Oh, Entschuldigung. Sierra Leone. Oh. Was war so ein? Das hat Baseball so. Tenderloin, ja. Tenderloin. Sierra Leone gibt es aber auch. Guck mal. Das stimmt. Sierra Leone? Sierra Leone. Ist das nicht die Sängerin? Nein. Ich weiß nicht, welcher Part der Kuh. Ja, der, unten. Des Rindes. Da hast du die Kuh abgebildet. Da haben wir die Kuh. Vom Eis. Da unten. Da hast du eine Kuh abgebildet. Guck mich nicht an. Ja, ihr wollt mich zum Lachen bringen, ich bringe dich zum Lachen. Aus dem hinteren Ende am Arsch. Des flachen Rostbeefs mit Knochen. Rostbeefs? Das ist ein sehr teures Stück. Rost. Rostbeef. Röst. Röst. Oh, jetzt so ein Steak wäre schon geil. Ich habe noch kein Steak mehr gegessen. Wer war das bei Kolumbien damals hier, mit dem Eigentor? Escobar. Deswegen sich ja diese Band so genannt hat damals. Ja, da gab es so einen Song. Tribut. Escobar. Naja, aber es gab eine Band, die hat sich aus Tribut an hat sich Escobar. Ja, schon traurig, wenn einer im Fußball so erschossen wird, 12 Mal. Habt ihr von diesem griechischen Mafiosi? Ist auf jeden Fall kein Unfall. Außer du wirst angeschossen. Ja. Vom Ball. Vom Ball. Ja. Gegen den Kopf und dann gehst du ins Tor. Boah, habt ihr von dem Schiedsrichter gehört am Wochenende? War das in Wolfsburg? Ich glaube in Wolfsburg. Hat ein Kölner Spieler wohl, wollte den Ball klären, kurz vor der Grundlinie. Und hat den Ball richtig schmackes dem Linienrichter an den Kopf. Der ist direkt wie so. Ding, ding. Ja, das ist ja gar nichts. Ich hab den auch mal so einen Ball in die Fresse bekommen. Gehirnerschütterung. Ich hab so eine Rolle rückwärts gemacht. Wie? Eine Rolle rückwärts. Wie? So. Auf jeden Fall hat er, konnte da, musste auch ins Krankenhaus. Und dann haben die halt. Das Problem ist, da musste der vierte Offiziell an die Linie und dann hatten die keinen vierten Offiziellen mehr. Dann haben die als Stadionsprecher dann gesagt, ist hier jemand mit Schiedsrichterschein?
Und da war jemand da, 32-jähriger Trainer von so einer Jugendfußballturnier. Der ist eingesprungen, aber der musste dann in die Umkleide, hat sich wohl die Klamotten angezogen und ist dann halt zum Schiri befördert worden. Wie lange hat das gedauert? Das war halt lang gedauert. Also es ist relativ früh im Spiel passiert und ich glaube, die haben dadurch eine Viertelstunde Verspätung gehabt. Wir haben gespielt 1-1, ne? Ich glaube, ja. Blamage. Köln steigt ab, oder? Sieht so aus, ja. Das ist cool. Wenn alles verkehrt. Köln passieren. Was? Köln passieren. Was? Anscheinend hat er nicht aufs Spielfeld dürfen. Ja, aber ja, heutzutage muss ja mit 4 Offiziellen auflaufen. Ne? Früher war es ja so, ein Linienrichter konnte ja relativ leicht auftauschen. Das konnte ja die Geheimmannschaft sogar stellen. Und so. Heißt ja nicht umsonst Auflauf. Boah. Aber ja. Hier ist so ein Auflauf heute, ist auch nicht schlecht. Siehst du? Steak, Auflauf. In Mexiko werden die Spieler erschossen und hier werden die Schiedsrichter erschossen. Ja, also angeschossen. Ja, aber auch hart. Weißt du, das tut richtig weh. Auf jeden Fall. Weil ich habe so einen bekommen. Ja, der will bestimmt mit den Mexikanern tauschen. Denke ich auch. Nach dem. Ja, dann merkt er gar nichts mehr. Der ist tot. Wenn er tot ist, ist er tot. Interessiert einen Toten. Aber im Ball in die Fresse, das zieht noch eine Woche. Wir vergleichen hier wirklich gerade den Tod mit einem Schmerz, der weggeht. Manchmal Schmerz. Aber so scheiß Ball ins Gesicht. Aber eine Woche lang. Ich jede Woche. Kannst du nicht lachen, kannst gar nichts machen. Wenn er tot ist, ist er tot. Was soll ich sagen? Ja, das zum Beispiel. Rippchen. Ja. Mann, habe ich euch nicht vermisst. Stell dir mal vor, der Schiri im Krankenwagen. Boah, ich will lieber tot. Ich will tauschen mit dem Mexikaner. Der hat nichts dagegen. Mexikaner. Oh, der hat bestimmt nichts dagegen. Machen wir es nicht lustig über. Ja, echt. Über angeschossen. Sag dir, ja, aber. Okay. Das sind die besten Gedanken. Ja, aber. Okay. Ja, das wäre auch angeschossen ein Thema. Aber ist egal. Erzähl doch. Ja, beim Boxkampf, da ist nein, einer der größten griechischen Mafiosis. Wie groß war der? Wir sollten Mr. X nicht mehr über die Landesgrenze lassen. Ich hab's ausgesprochen und hab schon so gedacht. Oh, Fehler. Kennst du das, du bist mit Kindern und dann sagt, stellt das Kind eine Frage und sagt, ja. Und nein, so war das gerade bei mir im Kopf. Oh. Wie groß war der? Griechischer Mafiosi wurde an der Tankstelle. Hat er getankt? Mit 90 Schüssen. Was? 90. Wenn du diese Reaktion nicht kriegst, hast du eine gute Geschichte. Da kommt er nicht mit einem dummen Gag draus. Der ist an der Tanke und er guckt schon so die ganze Zeit nach hinten so und dann steigt er in das Auto ein und dann siehst du, kommt ein anderes Auto gefahren, stellt sich da hinten. Tür gehen auf, 3 oder 4 Leute steigen aus und der erste mit der AK auf Fahrerseite. Der Mann hat nie Gewehre dabei, ich dachte, der hätte nur geworfen. Ja, warte. Dann gehen die zurück, der mit der AK guckt so, kommt zurück, macht die Tür auf, schießt nochmal mit seiner Handpistole. Der andere kommt mit der AK von der anderen Seite, schießt auch noch und dann kommt der dritte und dann steigen die eine Fahrer weg. Ist er geschossen? Ja, warum haben die das oft auf den geschossen? Der Mafiosi, das ja, aber die wollen sicher gehen, dass er wirklich tot ist. Ja, natürlich. Alter, 90, hat man den dann wiedererkannt oder war der nur... Ja, Videoüberwachung, ne? Moment mal, 90 Schüsse. Ist kein Schuss in die Tanke geflogen? Wahrscheinlich 90? Nicht, ja, anscheinend nicht, weil wenn du vorne schießt, ist ja kein Tank, der Tank ist ja hinten. Selbst dann, ich glaube nicht, dass das explodiert. Wir hatten uns gerade richtig gefragt, warum kommen die alle drei mit der Ann-Kathrin vorbei? Ich muss erklären, was eine Ann-Kathrin ist. Die kommen mal schnell damit. Ja. Nein, das ist die Angeklagte. Ja. Ich glaube, mit der Angeklagten, die haben 90 Angeklagte auf ihn geschmissen. Die Angeklagte. Ja, aber da waren 90 Schüsse, da waren 3 Angeklagte. Ja. Aber wieso sind das nicht 3 Schüsse? Bei 90 Schüsse. Top-Schüsse, die sind so sexy. Das ist übrigens, haben die bei Mythbusters einmal getestet, das wenn du auf einen Tank schießt, da ist explodiert. Aber wenn du mit Männchen explodiert. Ich war mal bei der Feuerwehr. In das war die Geschichte mit dem Handy an der Tanksäule und ich fahre an jeder Zapfsäule vorbei das und jetzt haben die aber alle Schnellladesysteme an den Tapfsäulen. Ja, wo ich denke so... Nee, das stimmt auch nicht, da passiert nichts. Was ist denn da los? Früher das sind die neuen Handys, die alten... Ja, aber die haben da Schnellladesäulen, also Hochspannung und das ist neben Benzin. Da passiert nichts, nein. Ich war immer bei der Feuerwehr, da waren wir noch in der Schule. Was bist du, Grisoule? Ja, Grisoule, Feuerwehr, was Sache. Nee, wir waren in der... Du warst in der Schule? Ja, ich habe so getan, ich bin da einfach mitgekommen. Und da hat der Feuerwehrmann vor uns einfach Tankdeckel aufgemacht, ein Tuch mit Feuer einfach reingetan und passiert ja nichts. Es brennt, aber es explodiert nicht wie im Filmen und so, ist Quatsch. Also Glück gehabt, der wahrscheinlich das explodiert. Ihr könnt das nachmachen. Sicher, dass der Feuerwehrmann? Ihr könnt das nachmachen ohne Probleme. Nein, ich das nicht nachmachen. Das ist auch einfach war ein Kumpel von mir. Bitte nicht nachmachen, das geht nicht. Disclaimer. Nachmachen. Nicht.
Ja, passiert aber nichts. Das ist Film, Explosion ist übertrieben. 90 Schüsse. 90 Boah, wenn Schüsse. Er leben würde, wäre der voll der Star unter den Hip-Hoppern. Da wäre der 1 Cent. Dann kommt der Tupac, sagt, ich wurde 5-mal geschossen. Dann kommt der 1 Dollar. Boah, hör auf, Alter. Tupac. Ich habe 9 Schüsse. Und dann kommt, was wollt ihr denn? Man könnte ihn ja einen Käse nennen oder sowas. MC Käse. Nee, der ist Grieche. Ja, Schweizer. Ein Väter. Väter Schäfskäse. Nein, der hat danach die Schweizer Staatsbürgerschaft. Sein Rappername ist dann Swiss. Aber gut. Swiss. Suez-Kanal? Suez. Suez. Araber. Suez oder Susi oder Suer? Da gibt es ja gerade diese Dokumentation, nein, nicht Dokumentation, aber die Serie Susi. Von dieser kolumbianischen Drug-Traffickerin. Die Frösche? Nee, diese kolumbianische Drug-Traffickerin. Wo wohl auch Pablo Escobar gesagt hat, er will mit der Frau nichts zu tun haben, die ist verrückt. Also ja, sogar Pablo hat gesagt, die ist gerade, und da gibt es jetzt eine 6-teilige Doku, also eine Serie über sie. Und die muss man wirklich, also wenn du das Foto von der siehst, warte, ich muss mal so ein Foto von der suchen. Die ist wirklich, wenn du die siehst, das sieht aus wie so eine... Ich hab Angst. Ist neu, oder was? Die ist jetzt gerade rausgekommen, jetzt im Januar. So. Griselda. Boah, Traumfrau unerreichbar. Unerreichbar. Trautfrau. Griselda Blanco. Digga, die hat Pablo Escobar gegessen. Ja, Mann. Guck mal, die hat einen Arsch. Guck mal, das ist ein Vierfachkind, Alter. Aber ohne Scheiß, die tötet dich. Ja, wenn die einmal einen Teig macht, da bist dann du drin. Da bist Teig? Du drin. Um Teig? Für ist Enchiladas oder so. Mhm. Da bist du noch richtig Enchiladas. Ja, die sieht echt gefährlich aus, die Frau. Hat schon so tote Augen. Die geht echt über Leichen, die Frau. Und warum wollte der mit ihr nichts zu tun haben? Die war aber richtig loco. Also die hat keine moralischen Werte gehabt. Die hat irgendwie also angucken. Das ist genau wie die Geschichte, die ich mal gehört habe von... Hitler, als er mal, der hat ja mal Franco getroffen. Und danach hat er wohl gesagt, er möchte den Menschen nie wieder treffen. Also Franco muss wohl richtig crazy gewesen sein. Also selbst Diktatoren unter sich sind sie nicht komplett grün. Stimmt, wo Hitler sagt, ey. Der größte Massenmörder. Nee, stimmt mal vor. Boah, nee. Das ist echt schon krass. Aber es gibt auch Serienkiller, ne? Die dann selber sagen, so, oh, mit dem hätte ich lieber nichts zu tun oder so. Schon wahnsinnig. Ich muss sagen, also ich bin ja schon, aber also der... ich bin schon loco, aber der... Oh, das wäre eine geile Einsicht, wenn du sagen würdest, also ich, ne? Also ich bin ja schon ich crazy, bin ja gut, ne? Im Gegensatz zu dir. Aber den sollte man mal ganz schnell wegsperren, mein Freund. Engel auf Erden, im Gegensatz zu dem. Lieber Himmel, ey. Das einzige Problem, die wird halt gespielt von der... Tom Cruise. Ne, wie heißt die hier? Die? Hast du fast den Fernseher kaputt gemacht? Mann, hör auf! Ja, ich darf nichts mehr sagen. Alles tendiert hier. Niemand hat gezwungen. Sofia Vergara spielt die. Also, das ist diese. Die ist vegan. Die hat. Ist die Kolumbianerin? Ich weiß gar nicht genau. Modern Family und sowas, ne? Also, ja, kenne ich nicht. Ach, die so Spanisch redet. Genau, und die ist irgendwie so eine ziemlich limitierte Schauspielerin. Das ist genau, wie sie herausgefunden haben, dass eigentlich ja Gal Gadot genau das gleiche Problem hat. Ja, Gal Gadot hat es nicht geschafft, nicht in ihrer Karriere ihren israelischen Akzent abzulegen. Und glaub, jeder Film, den sie macht. Ja, aber das ist ja Quatsch, weil als Schauspieler musst du ja dich anpassen können. Und die haben ja extra bei Wonder Woman, die ganzen Amazonen mussten nachher so reden wie sie, weil sie. Ja. Also wenn ein Mensch nachher, dann nix. Weiß man auch warum, ne? Bring the next one. Bring the next one. Bring forward the next one. Bastard. Kennst du das? Nee. Von Blood Diamond. Ah doch. Wo die dir Hände abhacken. Ja. Bring forward the next one. Was für ein Assi-Typ. Oh, weißt du, hier, Idris Elba hat doch diesen einen afrikanischen... Warlord da gespielt. Der hat den so gut gespielt. Hast du den Film gesehen? Nee. So mit diesen Kindersoldaten und so. Nee, ja, er hat den Typen so gut gespielt, echt. Respekt. Sieht aus wie die Frau von Michael Douglas. Ich mag die gar nicht, die Frau. Ich finde die so schlechte. Die schreit immer so, wenn die redet. Frau von Al Bundy bei dieser Serie, ne? Modern Family. Boah, ich finde die so schrecklich, die Frau. Die schreit immer, wenn die redet und die ist so assi. Ich hab so, Ed O'Neill hat so eine geile Geschichte erzählt, wo du das sagst, ne? Das war auch wieder so ein Talk in so einem Podcast drin. Es gab ja mal die Zeit, wo als noch Schrecklich Nette Familie noch lief. Und da hat sie sich RTL ja manchmal auf die Fahnen geschrieben, zu sagen, komm, ne, wir machen das Gleiche mit deutschen Schauspielern. Ich habe das sogar gesehen damals, das war richtig schlecht. Ja, ich weiß nicht, wie das war so ein Schalke-Fan, anstatt einen Fußball-Showverkäufer und so. Das war eine richtig schlechte Adaption von wirklich 1:1. Gleiches Haus, gleiches Setting, Familie, ne, Bad, ältere Tochter und so. Und ich habe die ersten Folgen gesehen, ich habe auch gesagt, nee, du kannst das Original so und so nicht. Und warum macht man sowas überhaupt? Und auf jeden Fall war das damals die Zeit, damit konntest du noch nicht einfach adaptieren, sondern du musstest die Rechte kaufen. Und dann sind wohl eine ganze Delegation von Produzenten nach Amerika geflogen zu den Studios und haben wohl eine Woche lang so ein Walkaround mitgemacht, ne? I'm walking.
die ganzen Produktionsverhältnisse anzugucken. Und da muss wohl einer, ich habe das nicht genau verstanden, das muss wohl irgendwie, der hat einen Ruf, ist wahrscheinlich witziger die Geschichte, wenn man den Typen kennt, diesen Ron. Da muss wohl, das muss wohl ein Executive Producer gewesen sein oder wirklich Besitzer von diesen Rechten und die haben sich dann in den Raum reingesetzt und dann hat er wohl gesagt so, you guys from Germany, I make it very easy for you und hat sich umgedreht, Jew. Wow. Und das ist wohl, das war wohl eine Geschichte, um zu zeigen, dass der Typ halt keine Skrupel kannte. Der hat wirklich alles hops genommen. Deswegen, die haben sich, glaube ich, in dem gleichen Beitrag so ein bisschen beschwert, dass wirklich damals Gags gemacht wurden, die kannst du heute nicht mehr bringen. Ne? Kannst du auch nicht. Weil, heutzutage darfst du ja nichts mehr machen. Ich weiß noch genau, dass damals Ed O'Neill, nee, der Ed Bund, nee, wie heißt der kleine nochmal? Ed Sheeran. Der Bundy, Bud Bundy. But hat damals die, wie ist die Tochter nochmal? Kelly. Kelly. So behandelt, auf Deutsch haben die Synchronisationsfassung hat gesagt, hier, du Samenendlager, hat er die genannt. Mit ja, der Serie, ja, ja. Du denkst so, alter Schwede, ne? Das kannst du heute nirgendwo mehr bringen. Du musst noch nicht mal so weit gehen, bei King of Queens auch, da sind Sachen drin. Stimmt, da habe ich alles auch was von gesehen. So eine Serie kannst du nicht mehr rausbringen. Was schade ist. Ja, war echt lustig, muss man sagen. Ja, aber heutzutage gibt es noch nicht mal gute Komödien mehr, ne? Also ich habe mir letztens mal versucht, mal einen zu gucken, die sind so clean, das macht echt keinen Spaß mehr. Ja, kannst du nicht. Muss letztens habe ich einen Film mit ihm gesehen, der hat aber eine ernste Rolle gespielt. Wen? Der Pfarrer. Nicht der Priester, Doug? Sondern der Doug Heflin. Ja. Kevin James. Genau, aber der hat aber in einem Film gespielt, da hat er einen Bösewicht gespielt. Einen Killer. Ja, so eine richtige Bande. Ein Bandenanführer. Der? Ja. Wie ist die Bande? Er kann doch gar nicht ernst bleiben. Ja, aber am Anfang dachte ich auch, das wird in die Hose gehen, aber bei seiner Entourage war auch ein knallharte. War der da der King? Aber er hatte keine Hose an, oder was? Nee. War der da der King? Kurz, also nicht in die Hose kurze gehen. UPS-Hose. War der da der King? Nein. Auf Queens? IPS. Ich bitte dich. IPS? Ja, ja. Nicht UPS. IPS. International Parcel Service. Das war UPS, war das? Nein. UPS ist der Original. UPS ist das Original. Finde ich das Original nehmen. Die Anlehnung daran ist IPS. Im Film hieß es IPS. Aber komischerweise reden die über FedEx die ganze Zeit. Immer wieder mal. Ja, ich glaube, die haben die Rechte nicht gehabt oder so. Genau. Die haben kein Geld oder für die das FedEx U gehabt. Hat gesagt, ihr dürft das, aber ihr dürft nicht UPS. Nein, die haben kein Geld für das U gehabt. Kommt der I. Ja, genau. Mittendrin ist halt der... Auf die Ritter des. Das war bestimmt Arnold dabei. Okay. Und ich habe es endlich mal geschafft, was wir letzte Woche geredet haben. Ich habe Ferrari geguckt. Oh, ich auch. Hast du geguckt? Ja, Mann. Hast du nicht einmal gelacht wenigstens? Weil ich wollte eigentlich genau die Szene mit dir besprechen heute. Welche? Ja, eine Szene. Wenn du nicht gelacht hast, dann hast du den Film nicht gesehen. Sag mir welche. Dann. Es gibt eine Szene, die kann man nicht mehr gucken heutzutage, ohne dich kaputt zu lachen. Die Mutter. Ja, die Kleine, wer ist die eigentlich? Ja, egal, aber was sie gesagt hat. Weißt du, hast du es nicht gemerkt, was sie gesagt hat? Relativ am Anfang. Ah, ja, doch, die hat was gesagt. Dann hat der, aber ich fand der hatte, das war wieder so eine ich Szene, wo du denkst, so, die Autoren sind so langsam, ne? So langweilig. Der wurde ja gestützt von dem Mann. Ja. Und hat die gesagt so, mein anderer Sohn ist im Krieg gestorben und so. Und der sagte wenigstens dann noch so, als geiler Drehbuchautor sagt er so wenigstens, ja, das hast du mir schon 1000 Mal erzählt. Weil ich dachte die ganze Zeit, warum machst du eine Exposition von einem Typen, der kennt die schon länger als wir, warum erzählt die die gleiche Geschichte? Ja, genau. Aber dann hat die den göttlichsten Satz gesagt und da ist der Film für mich direkt vorbei gewesen. The wrong kid died. Ja, dann war vorbei bei mir. Ja, aber ich habe es nicht so gelacht. So. Also ich konnte nicht mehr. Warum sagt man so einen Scheißdreck? Weil es ist halt, das gibt halt diese Komödie mit diesem John C. Reilly, der spielt so einen Country-Sänger. Der und spielt nicht einen Country-Sänger. Der spielt einen Country, oder ist das der nicht? Der spielt hier, wie heißt der berühmte Country-Sänger? Johnny Cash? Ja. Ist das eine Anlehnung an Johnny Cash? Ja, genau. Und dann, aber das wird halt immer in Rückblenden, wird immer der Vater gezeigt und der sagt zu seinem Sohn immer, the wrong kid died. Und das ist halt ein Running Gag. Da passiert ein Unfall und das ist wohl echt, ich glaube wohl sein echter Bruder, Johnny Cash ist glaube ich gestorben, irgendwie so eine Anlehnung. Aber das ist so doof, da wird er so halbiert, so der Bruder, zack, und der steht daneben und der Vater guckt ihn immer an und sagt, weil er ist einfach enttäuscht ist von dem, weil er nichts konnte. The wrong kid died. Ja, weil er auch nachher Drogen genommen hat. Ja, the wrong kid died. Die sind immer wieder. Der steht auf der Toilette und kifft das erstmal, dann kommt der Vater rein so, the wrong kid died. Das ist so ein Running Gag, weil er den immer enttäuscht. Und dann sagt die Mutter, das ist ein Ferrari, sagt die das, diesen Satz so, my other son died in the war. The wrong kid died. Und ich denke so, okay, Feierabend, tschüss, das ist Komödie für mich jetzt. Aber wer ist die Kleine? Kennt man die? Ich keine Ahnung. Ich komme mir irgendwie bekannt vor, die Frau. Was sagst du zu dem Film? Ja, ist okay. Ich muss sagen, ist halt, ist okay. Ja, ist okay. Aber er hat gut gespielt, muss man sagen. Ja, ich bin kein Fan von ihm, aber er hat gut gespielt. Aber lass mich warten. Der Film hatte keinen Drive. Aber weißt du, was die Rennszenen fand ich cool. Die Rennszenen waren cool. Und weißt du, was mich das erinnert hat? Michael Mann ist natürlich, habe ich mir viel erwartet von ja, Rennszenen. Michael Mann hat doch hier Dinger gedreht. Wie ist denn nochmal, was wir letzte Woche besprochen haben? Hey, weiß, lau warm. Blamage, ja. Wie ist denn nochmal? Almost Heat? Almost Hot. Almost Hot. Ja, deswegen, naja. Aber die Rennszenen, weißt du, was mich das erinnert hat? Mafia.
Ja. Und diese Autos da, das ist auch schon cool. Wie genau? Ja, wir hatten eine komische Geschichte, ne, ein komischer Ausschnitt, also das Ding Ferrari zu nennen und dann nur so einen kurzen Ausschnitt aus seinem Leben zu zeigen. Aber ich fand es halt gut, wie damals noch diese Männer, also ich finde es nicht gut, wie die Männer da gewesen sind, aber die Darstellung der Männer war ganz cool, weißt du, da passiert irgendwie so ein tragisches Ding so an und so, ja okay, gib der Witwe $20,000 und dann holen wir einen neuen Fahrer. Da ist gerade jemand komplett in die Tribüne geflogen. Kopf der Unfall sah gut aus. Ja, haben die in Mexiko beim Fußballspiel auch bestimmt gemacht. Ja, wahrscheinlich. Weckte seinen Bruder ein. Gibt der Vater, der Barrieras und der. Aber der merkst halt, wie Männer nachher auch so Dampf ablassen. Ne? Der ging dann rein zu den Fahrern und sowas. Und dann geht er zu dem ersten Typen, der macht irgendwie so Matheaufgaben. Meinte, was willst du? Tust du so, als könntest du rechnen hier? Und gibt den einen so Ohrfeigen. Ja, der hat ihn gut gespielt, muss man sagen. Also der hat ihn gut gespielt, aber ich fand diese Geschichte halt wirklich sehr komisch, dass du den Film Ferrari nennst und du musst dir die Geschichte von ihm ja zusammenbauen. Weil der hatte ja schon Geld vor dem Krieg und dann musste er wohl im Krieg auch mit den ganzen. Der muss ja vor den Nazis abhauen und so. Ja. Aber er hatte auch nach dem Krieg schon Geld und dann gab es diese Affäre. Das ist wirklich ein bisschen komisch erzählt gewesen, aber. Ja. Aber wenn das die wahre Geschichte. Ich kenne die wahre Geschichte von ihm nicht. Ich habe keine Ahnung. Also, wenn der Film so ist und das ist die wahre Geschichte, dann okay. Aber ist nur die Frage, warum die Mutter denkt, dass der andere Sohn talentierter war. Keine Ahnung. Weil Enzo war ja Rennfahrer und dann nachher hat er ja Ferrari wirklich groß gemacht. Ja. Und das ist genau dieser Zeitraum, wo die überlegen, die sind nicht mehr wirtschaftlich tragbar, deswegen müssen die überlegen, vielleicht verkaufen sie sich an Ford. Und dann sagen die Italiener natürlich, ey, Ferrari darf niemals Italien verlassen. Und das ist vor diesem Merger mit Fiat. Hm. Und dann gibt es diese Mille Miglia und da gibt es so ein paar Probleme und so. Es ist halt, für den Namen also, Ferrari habe ich halt mehr erwartet. Aber was hast du erwartet? Ich fand ein bisschen mehr Bio so, also ein bisschen mehr Geschichte. Weil da wurde am Ende auch noch geht was ja darum, so wie, ja, okay, es geht halt darum, er hat ja schon den Namen. Und ja, das geht kurz an dieses Verkaufen an Ferrari, ja, an einen Ford oder an Fiat. Ne? Da fand ich Ford versus Ferrari viel besser. Der war super, der Film. Christian Bale hat so gut, ich wusste nicht, dass die Geschichte wirklich so war. Den Typen gab es echt. Habt ihr ihn gesehen? Fortsetzung folgen. Ford in Frankfurt. Hast du ihn gesehen? Hört. Welchen? Ford versus Ferrari? Nee. Echt gut, ich hasse ja Matt Damon, ne? Aber der und Christian Bale zusammen haben super gespielt. Matt Damon. Ja, der hat mitgespielt, mit Damon. Das ist immer noch meine Lieblingsgeschichte von Matt Damon, ist immer noch, der hat ja, die South Park-Brüder haben ja diesen, nicht Brüder, aber South Park-Erfinder haben ja diesen Puppenfilm gemacht. Und da kommt eine Matt Damon-Figur vor, aber die sagt ihm die ganze Zeit nur, Matt Damon. Und da hat Matt Damon das gesehen und hat gesagt, wieso habt ihr mich angerufen? Ich hätte den gerne synchronisiert. Also ich glaube, der Typ ist echt, der macht jeden Scheiß mit. Ja, der macht jeden Scheiß. Der hat ja mit Jimmy... Wer ist er? Nicht Kimmel. Also, Kimmel hat ja diesen Feud, dass sie sich immer noch bekriegen und so. Die siamesischen Zwillinge auch, hat er doch auch mal gespielt, oder? Der war auch da drin, ja. Aber dieses Jimmy Kimmel-Ding finde ich halt super, weil das ist entstanden einfach nur, weil er hatte noch keine Zuschauer und hat dann irgendwann mal am Ende der Sendung gesagt, so ja, und er hat einen total den Nonsens-Künstler, der hat einen Zauberkünstler und irgendjemand, der über so einen brennenden Reifen gesprungen ist und hat gesagt, tut uns leid, wir müssen hier die Sendung zu Ende machen und tut mir leid für Matt Damon, der sitzt da hinten noch, aber wir haben keine Zeit für ihn. Und das wurde so ein Running Gag, dass sie daraus wirklich eine Feindschaft gemacht, also eine gespielte Feindschaft und die beleidigen sich bei ihr. Die haben sogar einen Sketch gedreht, dass Matt Damon die Frau von Jimmy Kimmel geschwängert haben soll und sowas. Also die gehen richtig all in und so. Du musst halt immer einen draufsetzen. Ne? Und dann hat Jimmy Kimmel letztens irgendwie so eine Awardshow moderiert und dann hat er den Award nicht gekriegt für die beste Talkshow und dann kommt halt Matt Damon mit so Popcorn raus und so, und was war das für eine Kategorie? Ja, beste Talkshow. Und, hast du gewonnen? Nein, ich habe nicht gewonnen. Schade. Ne? Marcel ist mutig, der sagt, schwängen, dann all in. All in. Hey, aber wenn wir schon bei Autorennen sind, neueste Nachricht, habt ihr gehört? Fahrrad. Von Lewis? Lewis Hamilton wechselt wohl nächstes Jahr von Auto. Daimler zu Ferrari. Fiat. Vorher in allen Töpfen. Ferrari. Er ist ja Fiat. Nach wie vielen Jahren? Boah. Fünf. Ewig. Ich glaube, die ganzen Weltmeisterschaften alle bei Mercedes gemacht. Sieben, glaube ich, hat er gewonnen. Ne? Also der wechselt. Also manche sagen, Gerücht ist das nur ein Gerücht, aber ich habe gehört, das bestätigt. Nee, ist schon offiziell. Krass. Nice. Offiziell? Ich habe schon ewig keine Formel 1 mehr geguckt. Ewig nicht mehr. Ich weiß nur, mein Cousin hat immer auf meinem PlayStation Formel 1 gespielt. Das hat mich so genervt. Wir haben das auch geguckt immer. Ja, früher. Aber dann Sieben Uhr morgens sind wir zu Toni gegangen und haben da Formel 1 geguckt. Und ich weiß nicht warum, aber also mich hat es nie irgendwie... Doch, als Schumi noch dabei war, da ist ja die nächste traurige Geschichte, dass sich jetzt irgendwie jemand gesagt hat aus seinem innersten Kreis, es sieht wohl nicht so gut aus bei ihm. Mhm. Ja, sonst hätte sich schon längst blicken lassen. Ja, ich habe gesagt, entweder der kommt komplett wiederhergestellt zurück oder sonst wird er nie wieder sehen. Ich habe gesagt, zwei Sachen. Entweder er kommt komplett zurück oder er wird nie wieder auftauchen in der Öffentlichkeit. Und so, ne? Ich habe gedacht, als sie so gesagt haben, ja, okay, erstmal wird er nicht mehr gezeigt, dachte ich mir so, okay, das ist so schlimm. Ich erinnere mich, wir waren noch im Jugendzentrum, Go-Kart fahren. Ich habe dann in den Helm gekotzt. Und dann ging der Scheiß Helm.
Immer her und her. Und du bist ja einer, der mir geholfen hat. Du hättest ja sticken können. Vom Go-Kart fahren. Wie machen Sie das? Das ist eine der schlimmsten Geschichten, die ich gehört habe von so einem Feuerwehrmann, dass sie gesagt haben, eigentlich ist so ein Helm ja gar nicht wichtig für deine Unfälle, sondern einfach nur, dass der Kopf in zwei komplett ist, wenn du den Unfallort besuchst. Ja. So, ne? Also deswegen sollte man auch bei. Obwohl, ich habe ein Video gesehen von einem Fahrradfahrer oder so, der ist mit dem Fahrrad gefahren oder ein Moped war das und ist geflogen und ist auf der Straße gelandet und da kam ein Bus und auf seinem Kopf stehen geblieben und dann hat er so den Kopf rausgezogen, Helm unter dem Reifen, hätte keinen Helm gehabt. Müssen wir gar nicht so weit gehen. Hier, Bruder von Özgür. Der ist so gefahren. Der Bus. Ja, aber der Bruder von Özgür, der Monsieur, der war mal auf Mallorca oder Ibiza, weiß ich gar nicht mehr. Und was ist das für eine Räuberpistole? Jeder hat sich dann ein Moped Finnland oder Schottland. So eine Vespa geliehen, glaube ich. Vespa geliehen und der Verleiher hat gesagt, ohne Helm könnte den nicht haben. Der hat ihn gezwungen, einen Helm zu tragen. Du Schelm, auf, kein der Helm. Der hat den Helm aufgezogen, der fährt über den Bordstein und dann fliegt er 4-5 Meter so mit dem Kopf nach vorne, so durch die Luft. Wie so eine Rakete. Wie so ein Torpedo. So eine, wie heißt das, so eine Art Säule, aber aus Stein und die ist so kantig. Und der ist mit dem Kopf genau, paff, mit dem Helm und Helm ist in zwei. Ja, hat er Glück gehabt. Hat er Glück gehabt. Aber ohne Helm wäre vielleicht die Säule nicht mehr da gewesen. Deswegen heißt er auch Helmut dafür. Die nennen den Helmut. Ich fand gut, wie er gezeigt hat, dass sie Mopeds geliehen haben. So direkt so voll aufgestiegen. Ja, bitte versteht, was ich meine. Ja, ich rede so schnell und so intelligent. Ach so. Das ist das Wort. Intelligent. Ja. Red doch Chinesisch. Red doch schottisch. Boah, das ist wieder Biber. Oh, Biber ist super. Das ist wieder Biber gewesen. Weißt du warum? Mhm. Voll nachgemacht. ChatGPT. Was? Kannst du mit schottisch, so galizisch, mit Zulu und mit Hmong. Hmong? Kannst du austricksen. Echt? Dann gibt er dir, dann kannst du die ganze Sicherheitslücken, weil der zu wenig Daten hat über die Sprache, dass er dann diese Sicherheitslücken nicht mehr hat. Und dann kannst du sagen, ey, bau mir mal Napalm. Ja, aber das kannst du doch googeln. Du kannst doch googeln. Du kannst sagen, wie man in Häuser einbrechen soll und so alles Mögliche. Das ist, wenn du schottisch, galizisch, Zulu und Hmong sprichst. Das ist auch sehr einfach, ne? Italien. Ja, ja. War das nicht Italien? Italien hat doch jetzt ChatGPT verklagt, ne? Weil die haben gesagt, das ist gegen europäisches Recht. Weil da zu viele Daten gespeichert werden und so etwas, persönliche Daten, wenn Leute reinschreiben. Und die haben jetzt dagegen geklagt und das kann für ChatGPT echt teuer werden, ne? Ich glaube, das war Italien, wenn ich mich erinnere. Ja, Marcel zahlt. Was? Porto-Klasse. Porto-Klasse, habe ich gesagt. Porto-Klasse. Alpo. Voll Porto-Klasse. Aber das ist krass, oder? Ja, die kriegen gerade richtig, auf die Fresse. Ich glaube, die New York Times verklagt die auch, weil die haben wohl gesagt, dass sie nicht an dieser Hand der Artikel wohl trainiert hätten. Und du kannst nachweisen, dass die komplett die ganzen Artikel von der New York Times als Lernmaterial eingespeist haben. Und wenn das rauskommt, das ist Urheberrecht pur. Das heißt, ChatGPT ist tot. Nee, die waren daran verdient. Die Axel Springer Gruppe hat doch sich mit dem Sam Altman auch getroffen hier, der Döpfner, und hat gesagt, die würden gerne halt mit dem zusammenarbeiten. Also die ganzen Artikel einpflegen, weil die wollen ja am besten die ganze Redaktion rausschmeißen und alles nur noch mit KI machen. Ja, ist ja billiger, ne? Ja, natürlich. Ja, und die Bild-Zeitung kann auch... Sie haben mich zurückgehalten. Und Bild-Zeitung kann auch bei mir ein Mistake schreiben. Sie haben mich zurückgehalten. Mit meiner Bärenflonten-Taste? Ja, wirklich, nee, einfach nur mit einer Flonte vorne drauf hast du alle Schlagzeilen abgedeckt. Was meinst du? Eine Schlagzeile? Brauchst du mal schlagen. Deswegen heißt das Schlagzeile. Schlagzeile. Überschlägt sich. Schlagsahne? Schlagzeile. Weißt du, überschlägt sich. Die Nachrichten überschlagen sich. Boah, darauf wäre ich jetzt nie gekommen. Nee, Gänsehaut. Das habe ich gerade erfunden. Gänsehaut. Gib mir das Mikro an. Wieso hörst du eigentlich? Ich sehe gerade, dass in Belgien, in Brüssel, das eskaliert gerade. Ne? Was los? Rauchwolken überall, die schmeißen Eier auf das Parlament, überall brennt es, überall Knaller, Feuerwerk. Also es geht gerade richtig ab von den Farmern. Da jedes Mal ab nach Brüssel. Ne? Ab nach Brüssel. Da gibt Brüssel ist eine schöne Stadt, Mann. Ich liebe Brüssel. Ich habe da gewohnt ein halbes Jahr. Brüssel. Brüssel. Brüsselsheim. Grand Palace, Grand Place, ist so schön. Aber heftig das. Ich habe gerade Bilder gesehen. Ja, jeder Affe. Heftig. Tralalala. Bald ist der Farmer wieder da. Hast du geladen? Was geladen? Eine Geschichte oder was? Nee, keine Geschichte. Also, der langweilt sich heute. Ja, man hat nicht einmal gelacht. Ja, man hat nicht einmal gelacht. Ja,
Wanda, ihr seid so asozial. Ihr seid richtig abschaum. Laber kein, wann hast du mich verteidigt? Ich hab gesagt, hör auf, zum Lachen zu bringen. Ja, stimmt. Ja, aber weißt du, wie der sagt? Ich hab's gesagt. Der stichelt dir die ganze Zeit in den Rippen. In Hamsons Rippen so. Ey. Ich stöchel. Knöchel. Stichelpeter nennt man den auch. Widerlich. Echt. Widerling. Du Drangsal. Kennst du Drangsal? Drangsal. Guck mal, wie krampfhaft du lachst. Nur damit ich Schmerzen habe. Nein, der hat heute einen Humor geschluckt. Weil der Scheusal gesagt hat oder so. Drangsal aus. Was macht denn der Innenrieb? Der Innenrieb? Hast du mal noch so Ausschläge da? Innenrieb beim Gehen? Das nennt sich Wolf. Wolflaufen. Wolf. Gang. Das nennt sich Wolflaufen. Innenrieb. Wolflaufen. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der das Innenrieb nennt. Außenrieb oder? Du läufst den Wolf. Man läuft den Wolf. Wolf hast du noch nie gehört. Natürlich. Ja, also Bär, Wolf rennt, aber läuft nicht. Wolf laufen. Wölfe sind seine Erzfeinde. Ja. Wölfe sind seine Erzfeinde, natürlich. Aber nur im Erzgebirge. Deswegen hat das Jugendzentrum mit Wolfgang nicht verstanden. Ja. Deswegen hat er den Helm gekotzt. Ja. Er ist nur gestiegen, der hat nur diese Klappe. Er sieht nur, wie der so steigt. Panik. Warum bist du eigentlich so Chinese unterwegs? Warum bist du Chinese unterwegs? Bin ich nicht. You fucking can't. Bruce Lee. Das habe ich sogar aus China bekommen. Ich hätte gerade überlegt nochmal, was hat man mal so gesagt? You fucking can't. 100 Sekunden. Fung, du Hyäne. Fung, du Hyäne. Früher dachten wir, das ist Chinesisch. Ja, weil der Kalle, ich war noch ein Baby, der Kalle, was sagt er da? Ja, Fung, das ist Chinesisch. Was ist für Chinesisch? Sein Name. Fung, du Hyäne und der Fung, du Hyäne. Dachten wir die ganze Zeit, der redet Chinesisch. Ja, da dachte er bestimmt, der sagt Funz, du Hyäne. Hat sich geschämt. Kommt ein neues Ninja-Anime raus auf Netflix, glaube ich. Oh, Ninja Kamui. Boah, das ist aber nicht witzig. Das kommt, da Witz. Ja? Kommt ein Ninja um die Ecke. Das ist ein. Ist die Ecke weg. Ja. Das sind Ninja, dessen Frau und Kind oder Kinder werden getötet. Und dann nimmt der Rache an Ali. Boah, das erinnert mich ein bisschen an Ninja-Kommando. Aber Fehler. Brutal. Aber ein Fehler. Ninja haben keine Kiddies. Wie Ninja haben keine Kiddies? Nee. Das sind keine Eunuchen. Trotzdem haben die keine Kämpfer. Warum Kämpfer? Sollen die keine, weil die einfach nur Kämpfer sind. Warum? Die haben ein ganz normales Leben. Die haben ganz normale Familien. Die haben ein ganz normales Leben. Und das Ding ist, Ninja sind auch nie so rumgelaufen, wie die immer dargestellt werden in Schwarz und so. Nur bei Nachtaktionen. Ja. So. Tagsüber sahen die ganz normal aus wie Zivilisten. Aber geil, muss ich mir angucken. Wie heißt das? Ninja was? Ninja Kamui. Ninja Kamui, geil. Wir machen Spin-off, den nennen wir Nein. Aber wenn wir schon bei Netflix sind, ne, müssen wir noch über was reden? Über was reden wir? Avatar oder One Piece? Such Avatar. Ich hab Top Boy weitergeguckt. Und? Also ich bin gerade dritte Folge oder so. Guck mal, wir haben 15 Serientitel gerade genannt. Boah, also ich hab kein einziges gesehen. Ja, One Piece oder Avatar? Avatar. Der Trailer ist schon bombig. Also ich muss gerade, ich sage ja immer, lasst Anime Anime sein, aber das hier kein Anime, das ist eigentlich ein Cartoon. Was sagst du dann Anime, ich kann Anime? Da ist die Macher sind, das sind die Macher, ne? Das sind die gleichen Macher. Ja, wenn das die gleichen Macher sind und der Trailer sieht echt gut aus. Ja, aber viel war bei One Piece auch. Nee, ja, One Piece hat nur seine Hand drüber gehabt. Ja, aber der hat sich wahrscheinlich nur so im Sinne von. Die sagt, manche Szenen mussten neu gedreht werden. Habt ihr nicht die Arte-Doku gesehen? Der hat gesagt, ganz klar, bei manchen Szenen hat er gesagt, ne, neu drehen. Ja. Aber nicht genug. Der hat bestimmt alles neu drehen und gesagt, geht nicht. Nein, der ist zufrieden mit dem Ergebnis. Glaube ich nicht. Wieso wird eigentlich immer dieser Button auf seinen Kopf getan? Ich habe den gesehen. Ich weiß, wie der alle wissen, wie der aussieht. Ja, total. Aber Quatsch. Ich weiß nicht, warum die das machen. Vielleicht will er, keine Ahnung, vielleicht hat er Nasen-OP gemacht und will nicht gerannt werden. Wo soll ich das? Benjamin Button. Vielleicht hat er eine Rippen-OP und dann will er nicht mehr. Vielleicht ist das sein Bruder und deswegen Oda. Oder der andere. Ja. Frankfurt. Aber auf jeden Fall hier. Avatar sieht echt sehr gut aus. Der Trailer, habe ich gesehen. Der ist von James Cameron? Von, nee. Boah, ja. Was? Avatar? Wer war denn zuerst da? Natürlich der Avatar. Ja, klar. Der ist seit tausenden von Jahren, gibt es den Avatar. Ja, der Avatar. Nicht der blaue Avatar. Haben das ist mir doch egal, wenn ich 200 Millionen reinstecke und dafür 1,2 Milliarden kriege. Reinstecken, hat er gesagt. Boah, du willst 200 Millionen Mal reinstecken. Ja. Was ist das denn? Boah, ja, starke Ausdauer. Super Ausdauer. Schwinger. 200 Millionen Mal reinstecken. Die arme Frau. Guinness Buch der Rekorde. Piep. Nee, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich habe, glaube ich, das ist das erste Mal, dass ich seit langem wieder so richtig Bock auf etwas, auf mich freue. Das war hier bei. Deswegen habe ich wieder Netflix gemacht. Aber nicht nett von dir. 6 Euro Variante. Guck dieses Monster. Ja, will ich gucken. Ist das echt nur, ist nur eine Folge bisher. Oh. Ich weiß aber nicht, ob mehrere kommen. Ja. Apropos Netflix. In diesem Monat
geht's los mit Werbung auf Amazon Prime. Echt? Das heißt, wenn ich demnächst den Riecher gucke, der den Riecher hat, den Riecher, da wird zwischendurch so wahrscheinlich Werbespot. Dann melde ich mich da ab. Wer, was? Kida Ramadan spielt. Ja, dann melde ich mich da ab dann. Du bist bei Amazon Prime? Ja. Willst du mal die Pakete in den Wald bringen oder was? Die Frösche. Problem, wenn du abmeldest, dann hast du kein Prime mehr. Ist mir doch egal. Dann kannst du nicht mehr sich was bestellen. Oh, ich mit Prime. Guck mal, wie skrupellos der ist. Hol ich mit Crime. Ist mir egal. Hol dir doch einen Dime. Dann mach ich Crime. And I left. And when I left, I left. Ich finde diese Doku nicht mehr, ne? Gibt's nicht mehr? Gehst du über Tutsi. Ne, wie hieß der? Tutsi? Wie ist der? Was für ein Doku? Tutsi? Puki. Doku. Puki. Doku über. Es gab so eine Doku über ein deutsches Ehepaar, was in Miami erschossen worden ist von einem Typen. In den 90ern. Das passiert doch jede Woche. Ja, aber das ist ein deutsches Ehepaar gewesen halt. Passiert auch jede Woche. War das 80er Jahre? Ich glaube, die meisten 90er, Leute. 90er? Wahrscheinlich nach den Kubanern und nach den Puerto Ricanern sind die meisten Leute in Miami erschossen mit einem Deutschen, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ihr, ja, Lorenz. Und der wurde halt, der wurde auch ein Typ festgenommen und der wurde dann ausgefragt, wurde angeklagt, wurde für unschuldig freigesprochen und nachdem er unschuldig war, sagt er ganz Schluss. Ja, ich hab die erschossen. Und dann sagt der Reporter, der Moderator, der Interviewer sagt, was? Was? Er wurde für freigesprochen. Der wurde für unschuldig freigesprochen. Der wurde für unschuldig freigesprochen. Ja, der wurde für unschuldig freigesprochen. Der hat doch mal mit Girl. Ich hab seine Augen gesehen. Seine Augen sind so. Der hat keine Schuld, der Mann. Ja, auf jeden Fall wurde er freigesprochen. Unschuldig. Für unschuldig. Unschuldig. Ja. Besser als wenn er für schuldig freigesprochen wäre. Ganz zum Schluss der Doku gibt er halt zu im Interview, dass er die erschossen hat. Und sagt, du hast gerade zugegeben. Sagt er, und? Ich kenne die Geschichte. Ich kann nicht zweimal angeklagt werden. Stimmt. In Amerika geht das nicht. Da gab es ja mal einen Film drüber. Und der hieß Pucki, glaube ich. Ja, ich glaube Pucki. Der Film? Sowas. Nein. Der da gibt es eine Szene. Da gibt es eine Szene. Der für unschuldig freigesprochen. Ihr seid so asoziales. Nee, aber wie hieß der nochmal? Mit Ashley Judd war der Film. Die wurde angeklagt, ihren Mann zu ermorden und dann hat er noch gelebt und hat sie gesagt, das kann ich ja umbringen, weil ich kann ja nicht zweimal für den gleichen. Genau, ja. Genau. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß. Das waren diese Ashley Judd-Zeiten, ganz komische Filme damals. Auf jeden Fall gab es da einen Gay-Typen, der stand da auf der Straße, wurde dann halt gefragt, so als der Schüsse gehört, sagt er, I left. And when I left, I left. Und das ist bei uns irgendwie so hängen geblieben. Wir haben uns totgelacht. Und das gerade, ich saß irgendwann mal in Oberhausen so am Fernsehen gucken, dann kam die Doku, hab das geguckt, ich hab mich totlacht. Mitten in der Nacht habe ich ihm da geschrieben, haben wir auch gute Lacht nochmal. Ey, da haben wir 3 Grad draußen, was ist das denn? Jetzt kommt wieder der Winter. Der Winter. Aber nächste Woche 15 Grad. Ja, du mit deinen 15 Grad, Alter. Doch, ja. Boah, wir haben echt 3 Grad, das ist kalt. Ja, aber der sagt hier 15 Grad nächstes Jahr wieder. Ja, nächstes Jahr. Aber der sagt nicht wo. Ne, nächstes noch hier. Ganz Nordeuropa wird durch. Aber wo wir schon mal da, ne, wo und hier und da und so, ne? Ja. Wo ist das Alibi? Ne? In Paris plötzlich wird hier die Mona Lisa wieder mit Suppe vollgeschmiert und da war plötzlich wieder aufgeteilt und so. Die von jemandem im Ausland. Ist das neu? Das ist neu, das war ne? Neu, ja. Das war neu. Ich hatte komischerweise, das ist ja schon mal passiert. Ja, aber ich kriege diese Schlagzeile nicht mehr. Das ist doch vor ein paar Jahren schon mal passiert. Ja, ja. Irgendwie da, ja. Nicht mal vor ein paar Jahren. Da kurz, war irgendwie orange Farbe, ne? Oder das war. Ne, auch Suppe. Maximal. Die fangen immer mit Suppe jetzt an. Das war maximal Anfang letzten Jahres. Echt? Ja, ich finde das nicht mehr, weil plötzlich kam dieses Ding wieder hoch und dann habe ich gedacht, das ist doch von letztem Mal gewesen. Aber nee, das war neu. Ja, aber was hat denn Kunst damit mit Umwelt zu tun? Und Klima, das ist so ein altes Gemälde. Was war das denn? Ich habe so ein schönes Meme gesehen, da hat jemand gesagt, so, ich bin traurig über die letzten 30 Jahre Wetter. Und hat der Psychologe gesagt, haben Sie schon mal überlegt, Kunst zu zerstören? Was hat das denn damit zu tun? Ja, echt? Das geht doch vor der, so. ohne Scheiß. Geht doch vor der BP oder keine Ahnung demonstrieren oder. Aber was hat die Kunst damit zu tun? Ja, das ist Aufmerksamkeit. Das ist Mona Lisa. Das Gute ist ja, dass sie es auf Mona Lisa abziehen, weil Mona Lisa ist geschützt. Ja, aber bei da gibt es andere Gemälde. Zerstört. Da gibt es andere Gemälde. So ein Riesengemälde. Und stell dir vor, da kommt irgendeine militante Veganerin. Die super süß sind. Mit einem Billardkühl. Und dann macht die so. Ich liebe süße Gemälde, wo ein Typ so 100 Jahre dann gearbeitet hat oder so. Keine ich Ahnung. Liebe süße Veganerinnen. Schmecken, ne? Super. Die sind biologisch abbaubar. Genau. Aber sind auch das für dich dann mehr Snacks? Öko. Ist das für dich dann wie so. Snack. Wie so. Snack. Diese kleinen Karotten? Das ist wie ist der Salat auf dem Big Mac. Das heißt, ja, aber wann war die Mona Lisa in der Glaszeit? 2001, glaube ich, ne? Ist auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Aber war ich habe sie noch also ohne gesehen. Ich glaube, ich war 97 da, im Louvre. Das ist auch nicht die echte ist hinter der Tür. Ja, die echte ist bestimmt immer. Die steht da immer noch. Die guckt so vor. Die wartet. Ja, die alte steht da. Es gibt ja noch eine andere, ne? Das sind ja zwei, waren das Schwestern? Nein.
Aber es gibt noch eine zweite. Es gibt drei Gemälde, glaube ich sogar. Und, nur drei? Aber nur eine ist echt. Aber sind ja nur sieben Leute in Paris. Ja, es sind nur sieben Leute in Paris. Das sind zwei Türsterne, so gerechnet. Ich habe diesen Trick gesehen. Ja. Heutzutage muss man wohl, wenn man zum Louvre will, was ich wahrscheinlich nie wieder in diesem Leben machen werde, weil es ja total randvoll ist, du musst wohl über die U-Bahn-Station reingehen. Gehst du über die U-Bahn-Station kommst. Da kriegst du direkt Ticket und kannst direkt reingehen, weil draußen stehen die Leute so. Nee, ich war diesmal war ich im Musée d'Orsay. Das war gut. Das war leer. Alte Kunst. Und dann gehst du aber Impressionismus. Du kannst dich nicht bewegen. Ich so, was macht ihr alle hier? Das hat dir also nicht imponiert. Schaut euch doch die Bilder an. Ja, als Insta. Ich bin übrigens bei der Banksy-Ausstellung vorbeigefahren. Oh, und? Hast du gebankt? Ich überlege hinzugehen. Jetzt, wo der Tipp hier raus ist, der Kulturtipp. Ich fand's gut. Banksy. Ja, kann man machen. Schrott. Der Banksy oder der Banksy nicht. Sie oder ihn oder sie, ihn, es. Egal. Ich habe nur gesehen, die große Halle. Banksy. Ich dachte, es wäre so ein bisschen versteckt, aber das ist ja wirklich relativ gegenüber Mr. Wash oder wie das Ding heißt. Also ich habe Kunst da gesehen, da. Was? Über Kunst lässt sich streiten, das haben wir letzte Woche auch wieder gehabt. Kunst streitet sich. Boah, dass ich den Typen gefunden habe mit dem Schlagzeug, das ist, ich habe mich krank gelacht. Ja. Das war super, der Typ. Das ist echt nicht normal, oder? Erstmal auf dem Tisch und dann war der Tisch weg, war auf dem Boden und. Ja, aber wer sagt denn, was Kunst ist? Was ja, und das haben wir letzte Woche auch. Ja, aber wir besprechen das ja öfter immer. Was ist Kunst? Ich hatte ja gefragt, ob man die Leute, die solche Videos mit AI mittlerweile machen, ob man die auch Künstler nennen kann. Na klar. Aber die machen ja nicht, die schreiben nur. Guck mal, der redet ja. Dann ist ein Schriftsteller, schreibt auch Drehbücher. Das ist kein Kunst? Künstler, oder? Ein Schriftsteller ist klar, ist auch ein Künstler. Nee, ist ein Schriftsteller. Das macht Kunstfilme. Nee, da ist ein Schriftsteller, so macht keine Kunstfilme. Ja, aber er kann doch ein Drehbuch schreiben und daraus wird ein Kunstfilm. Aber dann hat er doch keine Kunst gemacht, der hat doch nur geschrieben. Ja, aber das ist ja auch schon eine Kunst. Ja, das ist die Art des Schreibens. Kunst des Schreibens. Ja. The Art of Writing. Ja. Ich kenne nur The Art of War. So, und der Künstler entscheidet Sun doch. Zu. Ich nehme jetzt die Farben. Und kaufe einen Pinsel. Ja, aber das macht Leinwand. Ja, okay. Ja, okay, aber das ist ja Kunst. Aber, wenn jetzt jemand wirklich mit einem Trampolin und einem Pinsel eine Wand bestreicht und danach zurückgeht und dann nochmal drauf springt und danach nochmal. Ist das Kunst? Ja, aber die Sachen jetzt, Trampolin, wird ja zum Beispiel hergestellt, industriell. Ja. Ist auch künstlich. Kannst du sagen. Also ist auch Kunst. Ja, aber dann sind da die Farben, die in den Tuben in der Industrie, in der Fabrik hergestellt werden, genau das Gleiche. Und die Frau, die sich einfach in einem so einem Atelier auf dem Boden sitzt und ihre Kunst ist dann einfach... Ist das Kunst? Nein, vielleicht hat sie einen Krampf. Wieso hilft dir keiner? Ja. Es gibt auch diesen einen Iraner, der hat da einfach hingekackt. Ja, das ist natürlich auch Kunst. Ist auch Kunst, wieso? Das hat doch mal der Boy schon gemacht. Aber das ist auch Kunst. Nein, das hat einer in der Italiener. War der eine im Shoplifter, der sich kacke in Gesicht geschmiert hat, war der auch Kunst. Ja, ich habe einen Obdachlosen gesehen, der hat hingekackt. Ist auch Kunst. Nein, da hat ein Italiener in eine Dose gekackt und die verschlossen. Und die gibt es immer noch. Die ist 300.000 Euro wert. Und das heißt jetzt Hüström. Das ist ich bin immer noch dafür, im Sommer müssen wir das machen. Hier. Nee, draußen. Nee, hier. Der stank nicht nur mehr hier, raus. Nur hier drinnen. Ich die Feuerwehr kommt, haben 400 Euro musst du zahlen. Wie viel Angst hat's? Haben Kollegen von mir gemacht. Die haben das aufgemacht in einem Büro. Das hat so ekelhaft nach Gas gestunken. Die haben Feuerwehr kam, Gas ausgebrochen und du musst 400 Euro zahlen. Nee, das ist ein Fisch. Und was willst du hier machen? Mach das draußen, beim Nachbarn. Warum machst du 400 Euro so? 400 Mal. So gemacht. Das, ne, das so, ja, du hast so, guck mal, so gemacht. Guck am Sonntag. Ich hab so gemacht und dann so. Kennt ihr Déjà Rêvé? Nicht Déjà Vu, sondern Déjà Rêvé? Nee. Also schon geträumt? Nee. Weiß nicht, ob das gleiche ist, aber man denkt immer, okay, ich habe das schon mal gesehen oder erlebt, aber das ist eigentlich schon geträumt. Das ist, du hast schon etwas erlebt, aber du kannst dich null daran erinnern. Ja. Das ist das Gegenteil davon. Ja, Déjà Rêvé? Bist du sicher? Ach so, Elon Musk hat gesagt, erste Implantat hat funktioniert, ne? Ach stimmt, die haben das erste Mal den Neurolink verpflanzt. Ja, ne? Die haben gesagt, das ist gut angeschlagen. Also die hat das Gehirn, können die gut abmessen. Alzheimer? Keine Ahnung. Nee, die haben ja irgendwie Chip eingebaut in das Gehirn und die sagen, das schlägt gut an. Das ist, die sehen alle Reflexe vom Gehirn und so, keine Ahnung. Das ist der erste Mensch, der jetzt so einen Chip eingepflanzt bekommen hat ins Gehirn. Aber jetzt hast du mich gerade auf ein Thema gebracht, hier mit Alzheimer und so, ne? Dass die dann, die wissen, wo sich das befindet im Hirn und eine Tablette, die dann das bekämpft und im frühen Stadium und das heißt, die können das dann heilen. Es hat noch ein paar Nebenwirkungen. Du läufst so rum. Aber das ist schon gut. Das ist schon vielversprechend. Habt ihr gemerkt, dass sie den Slogan angepasst haben von den Apothekern? Wie Risiken und Nebenwirkungen? Fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt, oder in ihrer Apotheke, glaube ich. Oder ihre diversen Leute um sie herum? Nur Ärztin, Arzt und in ihrer Apotheke. Nur fragen sie mich nicht. Ja.
Es gibt doch diesen blöden Witz. Komm mal, sagt der Doktor, ich habe gute und schlechte Nachricht für Sie. Sagt er, was denn? Erst die schlechte. Okay, die schlechte, Sie haben Krebs. Und die gute Nachricht, Sie haben Alzheimer. Hm, philosophisch. Philosophisch. Wieso philosophisch? Ja, gut. Habt ihr gehört, dass England? Nein. Aus der EU. Wird wahrscheinlich bald spooky sein und so alles. Warum? Die, irgendwie von der Sahara kommt etwas hoch, so von der Wüste. Ja, der rote Sturm. Regen. Roter Regen, Blutregen. Blutregen. Die nennen es Blutregen. Blutregen. Wusstest du? Das wird. Gab es das sowas schon mal? Ja. Ja. Echt? Ich glaube, das gab es sogar in Deutschland. Ja. Ja? Ja, ja. Ja. Wie? Ich habe nichts so mitgekriegt. Das war nicht so. Wo warst du denn? Du warst bestimmt in Amerika. Nee, das war vor letztes Jahr. Nein, Blutregen? Vor 3 Jahren. Nein. Doch, vor 3 Jahren. Blutregen Deutschland. Blutregen Deutschland. Gib mal. Und der lacht kaputt, das stimmt. Vor drei Jahren. Könnte sein, aber die nicht Aussagen letztes Jahr. Sind nein, so aber gut, letztes Jahr. 3 Jahre. Du solltest als Faktenchecker im Fernsehen arbeiten. Wirklich so. Das war letztes Jahr. Guck nach. Oder vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren, check mal. Ja, Blutregen Deutschland. So. Nein. Das gab es schon mal. Echt? Das gab es schon mal, ja. Aus der Sahara. Das gab es schon mal im Sommer. Wusstet ihr, dass Marcel nicht gut aussieht? Ja. Dass London nicht zu England gehört? Nein, das gehört. London City ist ein eigener Dingens. Deswegen muss die Queen auch immer in London Antrag stellen, dass sie da hinkommt. Ja. Echt? Ja. Aber die ist doch im Buckingham Palace. Das gehört aber nicht zu England. Fuckingham Palace? Aber die Queen gibt es doch gar nicht mehr. Seit 1600 noch etwas. Oder? Queen, die Band gibt es nicht mehr? Queen ist nicht mehr da. Die Zeitung einer Kleinstadt in Colorado wurde gestohlen, nachdem die Oray County Plain Dealer, also das ist die Zeitschrift, eine Geschichte über die Vergewaltigungsvorwürfe im Haus eines Polizeichefs veröffentlicht hat. Oh. Also musst du dir vorstellen, die haben wohl komplett wie bei der Bild-Zeitung, haben die wohl die Dinger aufgemacht und haben alle Zeitungen geklaut. Und dann denkst du, heutzutage gibt es das doch alles online. Aber es gab keine Printversion des Ding, weil da wohl der Polizeichef wohl drin stand, wohl verunglimpft wurde. Fast alle Exemplare der Zeitung wurden gestohlen, nachdem sie eine Geschichte über die Angeklagten wegen angeblicher Vergewaltigung bei einer Trinkparty im Haus des Polizeichefs veröffentlicht hat. Da weißt du genau, wer da nachts rumgefahren ist und die ganzen Zeitungen angesammelt hat. Geil. Was auch gestohlen worden ist, ist doch in Paris. Schon wieder Paris. Paris. Fällt langsam auf. Paris, Le Paris. Da ist dieses eine bekannte Restaurant, wie hieß das nochmal? Das hat ja Ratatouille erfunden hat. Nee. Das hat gegessen hat. Dazu inspiriert, den Film Ratatouille zu machen, dieses Restaurant, ne? Nee, das Restaurant ist so gut und bla bla bla, so ein altes, ich weiß nicht wie viel, 400 Jahre altes Restaurant oder so. Und das hat dann dazu inspiriert, dass man Ratatouille den Film macht. Da wurden Weinflaschen geklaut. Oh. Im Wert von, ich weiß nicht wie viel, Millionen oder so. Richtig teurer alter Wein. Wer war in Paris? Wer hat Frosch, giftige Frösche geklaut? Ja. Der Bär ist. Jetzt macht alles Sinn. Wann ist eigentlich Super Bowl? Jetzt. Jetzt am Wochenende. Ich glaube nicht, oder? Doch. Zwei Wochen? Jetzt am Wochenende. Nächstes Wochenende. Dieses Wochenende. Karnevalswochenende. Ja, aber dieses Wochenende ist doch erst wie Golden Globes oder irgendeine Veranstaltung. Nein, Super Bowl ist doch dieses Wochenende. Keine Ahnung, ich frage euch ja. Ich habe das Gefühl, dass die 2 Wochen Pause machen zwischen dem letzten Spiel und dem neuen Super Bowl. Bro, guck mal nach. Super Bowl ist dieses Wochenende. 4.5. 12.2. Sag ich doch. Diese Woche. Also Rosenmontag. Das ist nicht diese Woche. Wir haben jetzt den ersten. Nächste Woche. Sag ich doch. Du hast gesagt diese Woche. Ja, diese Woche jetzt. Ist nicht so. Du hast gesagt dieses Wochenende. Nein, und dieses Wochenende ist diese Woche. Dieses. Sam, das ist ja Rosenmontag. Du hast ja extra schon den Laptop ausgepackt. Ja. Ja, gut, komm. Da war ich noch eine schöne Geschichte über den. Aber ja, komm, letzte. Hau raus, komm, letzte. Ja, es ist nur eine kleine Geschichte über den, aber es ist ein schöner Rausschmeißer. Der Philippinen-Präsident Ferdinand Marcos Jr. wird kritisiert, weil er einen Präsidentenhubschrauber für ein Coldplay-Konzert nutzte. Es war aber so viel Verkehr, weil 40.000 Menschen irgendwie unterwegs waren, dann musste er mit dem Helikopter hinfliegen. Und ich fand das so süß, wie er das gerechtfertigt hat, weil es gab natürlich Aktivisten, die gesagt haben, das ist eine Steuerverschwendung auf höchste Art, zu einem Konzert mit einem Präsidentenhelikopter hinzufliegen. Und er hat gesagt, er musste das wahrnehmen, weil er hatte Musik studiert und er sieht das als Pflicht an, sich diese Band anzugucken. Und du denkst nur so. Das ist auf jeden Fall, da kannst du nichts gegen sagen. Da kannst du nichts gegen sagen. Also ich hätte lieber so einen Präsidenten als Steuergelder, die woanders hingehen. Boah, da reicht wieder Kritik. Okay. Alles klar, dann gehen wir auf die Suche nach den Steuergeldern, die woanders hingehen. Wo bis nächste Woche. Nach Peru, Fahrradwege.